Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Ja, hallihallo ihr Lieben und willkommen zu Guild News Podcast Nummer 251. Heute in einem Setup, das wir, glaube ich, so noch überhaupt nie hatten. Und auf das ich mich schon tierisch freue, weil wir in einem Dreiergespann sind, das schon im Vorfeld ordentlich am Diskutieren war. Bei einem Thema, das gerade noch nicht auf der Agenda stand, das wir aber jetzt gleich auf die Agenda packen werden. Bevor wir aber genau dazu kommen, bedanke ich mich erstmal bei Anjanka für den Resub, Kev approved für den Sub und Kati dafür, dass sie da ist. Hallöchen. Hallo. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. War ja relativ spontan mal wieder. Und so. Crash ab sofort dazu. Sitzt in der Gang. Ah, mal gucken, mach die meisten News, also von daher macht Sinn. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ich habe die letzte Zeit relativ wenig geschafft, weil ich so viel selber um die Ohren hatte. Was ja. Gidget. Trotzdem mehr als Vanitas und Van zusammen. Vanitas ist aber auch nicht mehr Mitglied des Teams, schon seit einigen Monaten. Das stimmt. Ja, du machst den Witz kaputt, Alex. Dann begrüße ich jetzt auch mal schon den lieben Sky, der schon mit reingequasselt hat. Und schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ihr mich habt, weil ich zum letzten Mal heute, wer weiß. Nein. Ich mich benehmen. Was? Ich glaube, so viel Blödsinn kannst du nicht erzählen, dass es heute dein letztes Mal wird. Weil, wer weiß. Manchmal geht es relativ schnell, Alex, weißt du ja. Nein, das zwischen uns bleibt immer ruhig, sachlich und angenehm, Sky. Wir hatten sowas noch nie. Ja, was euch heute erwartet, wer vorhin schon aufmerksam den Screen betrachtet hat und gesehen hat, was die Themen für heute sind, da hat sich noch eine Kleinigkeit zwischengemogelt, die wir zuerst durchsprechen werden. Ich hatte sie ursprünglich nicht draufgepackt, meine beiden Mitmoderatoren sind aber der Meinung, dass es nochmal gut wäre, das Ganze ein kleines bisschen aufzurollen. Apropos aufzurollen, Kati rollt auch irgendwas auf. Oh, Entschuldigung, Geräusche. Ich suche einen Stift aus meinem Etui und ich werde jetzt die ganze Zeit so lange sprechen, bis ich ihn gefunden habe. Also wir werden gleich nochmal ganz kurz über das Thema Jessica Price und das, was vorgefallen ist, sprechen. Wir werden über die Themen sprechen, die uns letzte Woche abhanden gekommen sind. Der ein oder andere hat das ja sicherlich mitbekommen. Wir wollten über das AMA, Foren-Chats, über die Guild-Chats, die zwischendurch waren, sprechen. Das heißt, da haben wir eine riesige, lange Liste von Themen gleich noch vor uns. Zusätzlich gab es am Dienstag einen kleinen Patch. Der dreht sich hauptsächlich um Balance-Änderungen. Die werden wir, also den Patch an sich, werden wir nachher ansprechen. Was wir aber so ein bisschen außen vor lassen werden, das sind die konkreten Balance-Änderungen bzw. ihre Auswirkungen. Denn dafür, das kann ich schon mal ankündigen, habe ich in der nächsten Woche wieder Nico, Roka und hoffentlich auch Noel hier. Das heißt, in der nächsten Woche machen wir aller Voraussicht nach, wenn nicht irgendwas Verrücktes passiert, einen Balance-Patch-Special. Balance-Patch-Special, doch, ja, ist richtig. Ja, bevor ich jetzt gleich zum Thema Jessica Price komme, noch eine kleine Sache intern. Und zwar, das ist auch das Einzige, was ich gerade auf der internen Agenda habe, der Eventkalender, Kati, für diesen Monat. Genau. Möchtest du was erzählen dazu? Genau, wir haben ein paar Events für euch zusammengestellt. Natürlich jeden Montag die Guild-Mission, da bleibt's auch bei. Ne? Ihr wisst, wenn ihr Lust habt, irgendein bestimmtes Event im Anschluss mit uns zu machen, schreibt mich an, entweder in Discord oder von mir aus auch in-game. Steht alles in dem Artikel drin. Dann hatten wir gestern schon spontan einen ersten Heldenpunktelauf. Gerade jetzt gleich um 19.30 Uhr fängt die liebe Moni an mit einer Tour durch den Zwielichtgarten. Einmal Story und auf jeden Fall auch den Ätherpfad. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt, dann schaut bei uns im TS. So wie ich das gerade sehe, sind die aktuell zu dritt. Das heißt, es sind auf jeden Fall noch zwei Plätze frei. Je mehr Leute, desto mehr Gruppen können wir auch machen. Also schaut einfach rein. Genau, was haben wir noch? Genau, nächste Woche Mittwoch bin ich dran mit wieder einer weiteren Auflage vom Fraktal-Anfängerabend.
Da waren wir in der letzten Woche zwei komplett volle Gruppen. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Genau, am Samstag, am 21., also nicht jetzt den Samstag, sondern in der Woche danach, kümmert sich der Matze um die lumineszierende Rüstung. Das heißt, das ist ja ein Sammlungserfolg, wo man verschiedene Erfolge abschließen muss. Dazu gehören auch einige Erfolge aus der Staffel 2. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne dazu gesellen. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass ihr auch selber die Staffel 2 habt. Ihr könnt ansonsten zwar mitspielen, aber ihr kriegt die Erfolgspunkte und die Erfolge somit halt auch nicht. Und dann widme ich mich an dem letzten Mittwoch, ist das glaube ich im Monat, am 25. Juli, der Migräne. Oh. Ja, weil ich es selber noch nicht daran habe. Ja, deswegen. Und ich habe schon von einigen gehört, oh, ich habe die noch nie angegangen. Ich mache das jetzt aber mal. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Gruppen wir zusammenbekommen. Genau. Das ist alles geplant. Und dann natürlich auch noch der Challenge Day. Der kommt aber wie immer gesondert in der eigenen News. Jawohl. Ja, das war, glaube ich, die einzige interne News, die ich für heute hatte. Das heißt, wir können uns sofort in das erste Thema begeben, das ein bisschen heißer wahrscheinlich diskutiert wird. Und zwar der Fall Jessica Price, den wir bisher nur in meiner kleinen Kolumne aufgegriffen haben und ansonsten uns bisher, glaube ich, mit dem Thema Meinungen und ähnlichen Dingen so ein bisschen zurückgehalten haben. Was allerdings nicht für andere News-Plattformen und Gaming-Plattformen gilt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Guild Wars 2-Artikel oder Artikel gelesen, in denen das Wort Guild Wars 2 vorkommt, wie in den letzten knapp anderthalb Wochen. Ja, Mundpropaganda ist doch schön. Wenn das Thema schön wäre, ja, dann wäre auch tatsächlich die Newsflut schön. Verschiedene Webseiten haben, weiß nicht, teilweise, ich glaube, 5 oder 10 Artikel zu diesem Thema geschrieben, weil das Ganze halt für eine unglaublich große Diskussion gesorgt hat. Bevor wir in die Details dazu gehen, würde ich, glaube ich, einmal versuchen, so neutral wie möglich das, was passiert ist, zusammenzufassen, für die, die das gar nicht mitbekommen haben, wobei das wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige sein werden. Der Stichtag oder der Tag, an dem das passierte, war der 4. Juli. Der 4. Juli ist bekanntlich in Amerika ein Feiertag. Und ja, an dem Tag hat die liebe Jessica bis dato Narrative, ich weiß gar nicht, war sie ein Lead? Da hatte sie nur ein. Ja, sie war diejenige, die zuständig war, dass der rote Faden eingehalten wird in dem Ganzen und auch für den Commander mit zuständig. Genau, das ist auch gleich das Thema ihrer Tweets. Also sie hatte an dem Abend verschiedene Tweets veröffentlicht, die sich darum drehten, warum der eigene Charakter in MMORPGs meist nie so eine Tiefe hat. Ihr Hauptpunkt war da, glaube ich, den Tweet nämlich gerade nicht offen, war, glaube ich, dass es halt viele unterschiedliche Personen gibt, die alle stellen sich ihren Charakter unterschiedlich vor. Man selbst, so wie man sich halt spielt. Und dementsprechend kann der Charakter halt nicht eine besondere Tiefe in die eine oder in die andere Richtung bekommen, weil es dann immer wieder Spieler geben wird, die sich aufregen und sagen, hey, so stelle ich mir aber den Kommandeur, so stelle ich mir den Charakter, den ich spiele, nicht vor. Ja, das war eigentlich ein sehr interessantes Ding, was er geschrieben hat. Er hat im EME da einen riesen Text drüber geschrieben und dann später ja auf Twitter nochmal, ich glaube, 25 Tweets dazu veröffentlicht. Das Ganze noch mal ein bisschen in die Tiefe erklärt hat. Dass man halt den Commander nicht wie war es so schön, ich will Lara Croft oder Nathan Drake machen kann, sondern dass der Charakter halt gerade so viel Persönlichkeit haben muss, dass wir als Spieler uns ein bisschen identifizieren können damit. Aber nicht, dass wir halt komplett dann sagen, das ist nicht mal mein Charakter, den ich hier spiele. Da bin ich absolut nicht zufrieden. Und da hat sie halt gemeint, dass das Ganze extrem limitiert ist, einfach in der Art und Weise, wie man MMOs Geschichten oder Charakteren darstellt, gerade wenn es der eigene Spielercharakter ist. Und das sind ja war auf jeden Fall interessant. Also ja, da kann man zustimmen oder nicht, aber das ja war auf jeden Fall richtig gut. Genau, zustimmen oder nicht, das ist hier der Punkt. Der liebe De Roy, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Irgendwie hatte, glaube ich, mich schon kritisiert für die Aussprache. Seines Zeichens YouTuber und ArenaNet-Partner hat halt gesagt, okay, na, net, also er hat ja wirklich geschrieben,
Okay, ohne Wertung. Er hat geschrieben, dass er das Ganze interessant fand, dass er allerdings in bestimmten Punkten eben nicht zustimmt. In diesem Fall in diesem Punkt, dass das Ganze am MMORPG-Genre hängt, sondern in seinen Augen liegt das halt eher an der Weise, wie die lebendige Welt erzählt wird. Ob das stimmt oder nicht, das kann halt jeder für sich selbst entscheiden. Da gäbe es sicherlich auch eine Menge Punkte, wie man darauf reagiert. Jessica hat auch darauf reagiert. Und zwar, indem sie einen weiteren Tweet gepostet hat mit dem Anhang, sodass man schön sehen kann, was vorher getwittert wurde. Today in being a female game dev, allow me, a person who does not work with you, explain to you how to do your job. Es ist so immer das K.O.-Argument, was man eigentlich bringen kann. Ja, Dero hat dann zurückgerudert, hat sich entschuldigt, hat gesagt, okay, wir führen an dieser Stelle dann am besten keine Diskussion mehr. Und darauf hat Jessica, oder beziehungsweise darauf gab es so viele Kommentare, die Deroa zur Seite gesprungen sind, dass Jessica später noch einen Tweet oder noch zwei Tweets gepostet hat. Einer drehte sich darum, dass ihr zufällige Arschlöcher. Ja, so ein zufälliges Arschloch, glaube ich, würde zum Beispiel beschreiben, vielleicht. Nicht erklären sollen, wie ihr Job geht und dass sie anscheinend mit ihrem Tweet eine Menge Männer verletzt hat. Mansfield. Oh, das ist ein ganz böses Wort im Englischen. Ja, das waren die Ereignisse, die wir an dem 4. hatten, oder am 4. Juli hatten. Da war halt bei ArenaNet noch niemand vor Ort, der ansonsten darauf reagieren konnte. Wir hatten lediglich Peter Fries, der hier so ein bisschen unterstützend zur Seite gesprungen kam und gesagt hat, dass sie auf ihre Tweets nicht unbedingt wollte, dass die Leute darüber diskutieren. An Deroa gerichtet. Ja, daraufhin, das war die Reddit-Community nicht so schön. Die haben dann wiederum einen Reddit-Thread erstellt, in dem es hieß, muss wirklich schlimm sein, mit dieser Entwicklerin zu arbeiten. Da sind viele Dinge gefallen, die absolut respektlos und unnötig waren. Auch darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Jeder kennt das Internet. Naja, auf jeden Fall war das zwischenzeitlich der zweitmeist geupvotetste Thread im Reddit jemals. So höher sogar noch als die Path of Fire Ankündigung. Höher als das, höher als das Mount Gate. Mount Gate, oder? Höher als die HOT damals mit der Veteranen-Box-Diskussion. Also, wir hatten da wirklich ein Allzeithoch hatten wir erreicht, mit einer Ausnahme, nämlich glaube ich, es gab damals einen Thread, wenn das hier jeder upvotet, ist das halt der höchste, der Thread, den man als erstes findet, wenn es Best MMORPG gesucht wird. Das war halt so ein Gag damals vor ein paar Jahren von der Community. Ansonsten gab es halt nichts, was jemals höher geupvotet wurde. Da waren halt auch Leute dabei, die geschrien haben, die beiden sollten gefeuert werden. Es gab Leute dabei, die zumindest in Teilen Verständnis gezeigt haben. ArenaNets Reaktion später war dann ein kurzer Forumbeitrag von Mike O'Brien, der gesagt hat, dass die beiden es nicht geschafft haben, die Standards of Communication with Players aufrechtzuerhalten und dass die Angriffe auf die Community nicht akzeptiert werden und die beiden halt nicht länger Teil der Firma ArenaNet sind. Ja gut, man muss aber noch sagen, du hast schon vergessen, dass es dann auch noch gegen MMO Inks teilweise ging. Der ist ja ins Kreuzfeuer damit reingeraten, weil er ja Deroa beistehen wollte. Hat auch ganz sachlich geschrieben, dass sie vielleicht etwas überreagiert hat und das Ganze. Und sie hat im Prinzip dann auch gegen ihn gewettert. Was heißt gewettert? Hat es halt nicht akzeptiert, was er sagt und hat ihn dann auch sie hat gesagt, er soll auf jeden Fall aus ihrem Feed verschwinden. The fuck off, glaube ich. Ich weiß nicht, ob fuck off gekommen ist. Muss mal kurz nachschauen. Ist egal, auf jeden Fall hat sie auch ihn da mehr oder weniger geblockt. Du hattest ja, glaube ich, was geschrieben, also von Guild News aus, wo du dir ja beigesprungen bist. Du wurdest ja auch geblockt. Es kam dann auch noch raus, weil Leute natürlich dementsprechend richtig da angefangen haben, den Twitter-Verlauf von ihr zu durchsuchen, dass sie mit Chepro anscheinend vor einigen Monaten Probleme hatten, wegen dem, was heißt, ich glaube, vor 2 Monaten bei dem Avenger-Film, bei dem neuen. Genau. Weil der anscheinend sexistisch ist und er hat es geliked. Da gab es anscheinend schon eine Auseinandersetzung.
Das Schlimmste eigentlich war, je nachdem, wie man, ist egal, wie man jetzt so Total Biscuit stand, man freut sich nicht, wenn jemand stirbt, ein paar Stunden später und sagt, hey, wenigstens kann er keinen Schaden mehr anrichten. Das ist, ich weiß nicht, was ist unter der Schublade. Man kann jemand nicht leiden, man kann flamen, aber naja, gut, okay. Das gehört jetzt dann, ich weiß nicht, okay, das gehört vielleicht schon dazu. Betrachtungsweise dann. Also auf jeden Fall hat Reddit extrem viel nachgeschaut. Man muss auch sagen, es gab auch viele Leute, die wirklich gewollt haben, dass Arena etwas dazu sagt und haben auch wirklich versucht, Inks beizustehen. Er hat ja seinen eigenen Thread bekommen auf Reddit. Der war dann über oder unter dem von dem Diorat. Inzwischen waren 7 von 10 von den 10 höchsten Threads im Reddit drehten sich um dieses Thema. In welcher Art und Weise auch immer. Das war schon, also es war halt heftig. Ja, das ging ja dann auch noch in den Main-Reddit-Ding, glaube ich. Wie heißt es? Reddit All heißt es doch, oder? Ich glaube, da landete das, bei MMORPG landete das auch. Dann wurden alte Querelen, die es mal mit Jessica gab, in anderen Bereichen, ich glaube, das war Tabletop, ne, wurde, glaube ich, auch noch mal. Ja, bei dem Paizo, ihrem vorhergehenden Arbeitsgeber, kam dann raus, dass, nachdem sie da gekündigt worden ist, dass sie da eine Hasstirade angefangen hat, denn er die Schuld gegeben hat, alles auf Sexismus gemünzt hat. Was vielleicht den einen oder anderen bisschen jetzt bekannt vorkommt. Ich glaube, das wurde auf jeden Fall viel böses Blut auch gemacht. Ja, und das, ich glaube, das große Problem ist halt, oder das ist der Grund, warum halt so viel darüber aktuell geschrieben wird, ist halt dieses, also Sexismus, dass es das gibt, dass es das sicherlich vor allem auch im, oder was heißt vor allem, aber auch im Gaming-Bereich und im Entwicklerbereich gibt und sowas. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ja, das ist ein ernstes Thema, das ist definitiv klar. Die Frage nur ist halt, ne, in dem Umfang, wie das jetzt hier passierte, hat das der Diskussion geholfen oder geschadet? Und es hat auch gar nichts dazugehört. Sie hat von vornherein da falsch argumentiert, was die ganze Sache anging. Da hat ein Fan, und in dem Fall war es nicht nur 0815-Fan, sondern es war halt ein Content-Creator, ein Partner von ArenaNet, so jemand, der das Spiel aktuell bewirbt. Dazu noch ein Riesenfan von ihr. Er hat einen Tag vorne dran im Stream sie absolut vergöttert für den EME-Bericht. Und der wollte halt einfach, dadurch, dass es auf Twitter war und sie halt 25 Tweets zu dem ganzen Thema gemacht hatte, hat er halt gedacht, okay, vielleicht kann ich ja mit dem Dev, den ich eigentlich schätze, vielleicht kann ich da in Kontakt treten und eine Diskussion anfangen. Und das ist ja das ganze Hauptproblem dann gewesen. Und sie hätte einfach sagen können, nee, nicht hier auf meinem Twitter, und danke, nein, und die Sache wäre erledigt gewesen. Stattdessen hat sie es halt gleich genommen und sich in ihrer, ich sag mal, in ihrer Ehre halt verletzt gefühlt. Ich will jetzt nicht Frauenehre, sondern Ehre sagen. Und hat dann halt die Sexismuskarte gezogen. Um halt gleich das Thema platt zu machen. Und wie gesagt, also ich persönlich kann die Community da sehr gut verstehen, dass sie da auf die Barrikade gestiegen sind. Ich meine, die meisten Leute haben ja auch versucht, dann in den Tweets halt Sachen zu erklären, beziehungsweise der war ja gar nicht böse und der hat sich ja auch entschuldigt. Ja, zweimal sogar insgesamt. Also da war nichts, wo er irgendwie was das Ganze, wo er sie als Frau angegriffen hat. Hat er gar nichts in der Richtung getan. Und Ja, das klingt auf manchen Webseiten anders. Ja, das ist halt das ganz große Problem hier. Die differenzierte Nachrichtenerstattung hat da einfach so in der Form nicht wirklich stattgefunden. Also da sind sehr, sehr wenige ordentlich sachlich geblieben. Jetzt kann man natürlich wieder in die Richtung argumentieren, dass man da mit eingebunden ist, weil man halt in dieser Branche tätig ist. Und es ist ja auch allgemein in diesem Zusammenhang diskutiert worden, wie groß, also welche Folgen das jetzt einfach für die Branche hat. Und da war aber meines Erachtens nach zu viel Wille darin, möglichst viel Klicks abzugreifen, als da wirklich ordentlich die Community im Allgemeinen, die Guild Wars 2 Community im Speziellen aufzuklären. Der Rattenschwanz, der daraus wurde, war halt wirklich extrem. Also ich glaube, das fing mit Kotaku an. Kotaku hatte ein Interview mit ihr geführt, oder beziehungsweise sie haben miteinander geredet, es war kein Interview, sie hat halt ein paar Statements zu der ganzen Sache gemacht und hat da natürlich dementsprechend die Sexismuskarte sofort gezogen.
sich als Opfer dargestellt, dann die allgemeinen Probleme halt wieder angesprochen, die in der Branche gibt. Wie gesagt, das ist alles richtig. Frauen haben es allgemein im Leben hier schwer. Das ist jetzt nichts Neues. Also die MeToo-Bewegung zum Beispiel sagt es ja auch jetzt in der Filmbranche, was jetzt war in Hollywood zum Beispiel, oder auch allgemein im Beruf. Das ist da. Das Problem ist einfach nur, das Ganze wird halt jetzt politisiert und die Fachpresse. Ich will sie gar nicht mehr Fachpresse nennen, weil was die gemacht haben, ist unprofessionell ohne Ende. Also das ist kein journalistisches Schreiben, was sie gemacht haben. Weil Kotaku hat nämlich komplett nur ihre Sichtweise hergenommen. Sie haben auch nur den Ashton-Tweet von ihr, den Alex ja vorgelesen hatte, mit dem hier, ich bin jetzt Dev und bla bla, was Dero als erstes geschrieben hatte, nur als Aufwand genommen. Die haben zum Beispiel dieses Arschloch komplett weggelassen, was wichtig für die Diskussion natürlich ist, dieses Ausfallende, warum das Ganze erst dann so schlimm wurde, wurde weggelassen und wurde halt auch konstant gegen die Community an sich gewettert. Das ist ja auch etwas, was du in der Kolumne halt erwähnt hattest bei dir, die Angst vor der Macht der Community. Weil jetzt aktuell ist es ja so, dass überall bei den meisten Medien war Polygon zum Beispiel, selbst Eurogamer war nicht ganz fair. GameStar war auch so, die war nicht ganz so schlimm, aber. GameStar, traurig, dass ich das mal sagen würde, war, glaube ich, einer der angenehmsten Artikel. Ja, ja, mit dem Vergleich zu denen. The Verge war richtig schlimm zum Beispiel. Ich habe auch. Das hatte ich zwei Sachen in der Team Arena gepostet. Ich habe jetzt noch eine Team Area. Ich habe gerade noch, ich scroll da gerade durch. Daran wird sich Kati, glaube ich, erinnern. Das waren so Beiträge aus Foren, wo es tatsächlich darum geht, also wo es tatsächlich um dieses Thema, das Thema Feminismus, das ist das Falsche. Mir fehlt gerade ein schönes deutsches Wort. Sag auf Englisch, vielleicht fehlt es uns eine. Nein, da wusste tatsächlich dieses Thema, Männer, stechen Frauen aus oder was auch immer. Und da gibt's wirklich Threads, die halt wirklich sagen, dass Derroir an dem Ganzen schuld ist. Und da muss ich halt sagen, okay. Das ist sehr, sehr hart. Ja, weil er erstens ein Mann war und zweitens, weil er es gewagt hatte, eine Entwicklerin auf ihrem privaten Raum, in dem Rückzugspunkt, sprich öffentlicher Twitter-Account, ja, anzusprechen. Das war sein einziger Fehler, in Anführungszeichen. Er hat den Dev, den er schätzt, zu dem Thema eine Frage gestellt, was sie seit 25 Tweets eigentlich diskutiert. Öffentlich. Und das war sein Fehler halt einfach. Aber das ist ein generelles Problem einfach da. Aber was ist Twitter? Twitter ist nicht dein persönlicher Raum, bei dem du reinschreien kannst und nicht erwarten kannst, dass keine Meinung zurückkommt. Das ist Social Media. Also das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, es scheint auch allgemein so in den USA wahrscheinlich so ein Problem zu sein. Da gibt es ziemlich viele, die wirklich denken, so ein öffentlicher Twitter-Account, da kann ich sagen und machen, was ich will, da kann man nicht belastet werden oder sowas. Stell dir mal vor, wir als Deutsche würden sowas machen. Ich würde über meinen Arbeitsgeber herziehen. Auf Twitter. Und der würde es mitbekommen. Ja, das ist doch eigentlich gar keine Diskussion. Ich meine, es gibt ja auch genügend öffentliche Beispiele hier. Was war das mit Roseanne vor ein paar Wochen? Spätestens seitdem sollte das doch klar sein, oder nicht? Die da halt einen rassistischen Tweet abgelassen hat und daraufhin Show und Co. verloren hat. Ja, oder zum Beispiel, ja genau, ja. Ja gut, das Interessante ist ja auch bei dieser Gaming-Presse, wenn wir da wieder zurückgehen, weil wir driften ein bisschen ab, war ja auch gerade, wie es im Chat auch noch war, Polygon war auch so eins dieser ganz schlimmen Artikel hier. Aber Polygon ist bekannt dafür, dass sie ihre Agenda grundsätzlich voranbringen wollen. Das ist jetzt nichts Neues. Ich habe schon erwartet, dass da so ein Artikel kommt. Das Problem ist auch, dass die Gaming-Presse aktuell so ein bisschen, ich weiß ja, die sind ziemlich unfair. Und zwar bauschen sie das jetzt als Arena, die ist jetzt böse. Mike O'Brien ist derjenige, der grundsätzlich Frauen rausschmeißt und emotional bei der Kündigung wurde. Als aber Total Biscuit gestorben ist. Und bei EA gab es zwei Entwickler, die sich öffentlich, das war kurz darauf, ein paar Stunden, wenn überhaupt ein paar Stunden danach, hatten die sich auf Twitter total gefreut, dass der endlich tot ist, dass er keinen Schaden mehr anrichten kann, haben das richtig abgefeiert. Die wurden gekündigt. Und dann kamen dann Artikel wie, ja, das ist gerechtfertigt, sowas kann man nicht machen, egal wie man zu Total Biscuit als Person steht, sowas ist kein richtiges Verhalten.
auch wenn man die Firma repräsentiert, mehr oder weniger. So, dann gab es, glaube ich, noch diesen einen Entwickler, ich glaube, das war der Sounddesigner für Subnautica, wenn ich mich nicht irre, dieses Unterwasser-Survival-Spiel. Der hatte auch der hat sich, ich weiß nicht mehr, rassistisch irgendwie, hat sich auf jeden Fall schlecht geäußert auf Twitter, haben ein paar Leute wieder entdeckt und wurde daraufhin auch entlassen. Und auch da war die Gaming-Presse nicht so, dass sie gesagt hat, ja, das verdient die Person nicht, wir müssen ihr jetzt helfen. Weil jetzt wird nach Gewerkschaften und so weiter geschrien, dass man jetzt die Frauen besser schützen muss und dass das alles nicht geht. Aber da wird mit zweierlei Maß halt auch einfach irgendwie gemessen. Das Spannendste persönlich finde ich eigentlich, dass halt, wie gesagt, viele dieser Gaming- oder dieser Presseartikel eigentlich eher ja, Jessica in Schutz nehmen. Wäre die Community darunter, sofern es halt die Option gibt zu kommentieren, meistens genau das Gegenteil sagt. Also es sind halt wirklich, es wirkt halt schon so ein bisschen so, ne, wie bewusst, wie du es vorhin sagtest, wir fahren unsere Agenda und der Rest ist uns mehr oder weniger egal, was jetzt richtig ist oder was nicht. Es haben auch ganz, ganz viele Seiten davon gesprochen, ja, sie wurde halt rausgeschmissen, weil ArenaNet, in Anführungszeichen, oder Mike O'Brien gegen Frauen ist. Und es wurde einfach unterschlagen in manchen Artikeln, dass halt Peter mitgeflogen ist. Und der ist bekannt. Der ist ja nicht wichtig, Frau. Weil er, genau, das ist auch das Traurige. Über ihn wird ja gar nicht geredet. Männern und Frauen. Deswegen kommt ja die Community mittlerweile so auf die Idee, okay, also er hat ja beigestanden. Und Deroa hat es zum Beispiel auch sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Peter halt versucht hat, einer Kollegin zu helfen auf Twitter. Weil so Mobkulturen auf Twitter und allgemein so Hexenjagden, die gab es ja jetzt immer in der Vergangenheit. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und da wollte er halt einfach ihr helfen in dem Fall und ist halt ihr zur Seite gestanden. Hat das anscheinend auch gemacht, weil sein Gatten saß und ein Bier getrunken hat. Wenn das stimmt, was er so geschrieben hatte, vielleicht war das auch nur eine Metapher. Und hat dann einfach nicht anscheinend das ganze Ausmaß begriffen. Und das hat ihm letzten Endes ja den Job gekostet, weil er ja auch Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, dass Deora mal ein bisschen reflektieren soll über den Sexismus, den er gemacht hat. Und das hat ihm halt auch den Job gekostet. Viele sind auch ziemlich traurig darüber, dass er gegangen ist. Ich persönlich auch, weil er ziemlich guter Schreiber war eigentlich. Drohbuhrt gemacht, die witzigen Dinge und alles. Und ich weiß nicht, also bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob rausschmeißen vielleicht das Richtige war. Aber wir wissen ja auch nicht, ob er freiwillig gegangen ist. Richtig, wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert ist. Das ist halt nur Spekulation, was übrigens auch viele in ihren Artikeln nicht deutlich machen, dass da immer noch Spekulationen dabei sind, weil niemand genau gesehen hat, was hinter verschlossenen Türen passiert. Es wird immer alles so als gegeben genommen. Wir wissen es doch. Jessica Preis hat ja ein weiteres Interview gegeben, in dem sie genau gesagt hat, was so an dem Tag abgelaufen ist. Ja, aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht, natürlich. Ich weiß in Anführungszeichen hier, dass sie halt dass sie in den Raum reingebracht worden ist, wo dann ein stellvertretender Manager von der Personalabteilung dabei war, weil derjenige, der sie betreut, war in Urlaub und Mike O'Brien, der Chef, der CEO von ArenaNet, war halt auch da. Und erstens hat sie sich darüber echauffiert, weil sie nicht verstanden hat, warum ist der CEO bei so einer Sache dabei. Das betrifft doch eigentlich, wenn überhaupt, nur die Personalabteilung. Es macht ja keinen Sinn, dass der Chef von ArenaNet bei sowas dabei ist. Da muss man schon mit den Ohren ein bisschen schlackern. Und da hieß es auch, dass das Gespräch ziemlich emotional war und Mike O'Brien halt komplett voller Emotionen halt dass er halt einen Frust bei ihr entladen hat, weil das die ganze Wut, die er auf sie hatte, dass sie das halt doch bereuen wird, dass sie das sowas jetzt gemacht hat, weil sie haben im Prinzip super Arbeit jetzt bei ArenaNet gemacht und dass es halt nicht geht. Und sie gibt ihm jetzt halt die Schuld oder beziehungsweise stellt ihn jetzt so dar, dass er Reddit jetzt so, die macht das egal. Wenn wir einen Dev nicht mögen auf Reddit, können wir einen Post machen, der viele Upvotes hat und dann schmeißt Mike O'Brien den Dev raus. Eine Person, die sogar später sich bei Polygon, glaube ich, gemeldet hat und gesagt hat, immer Leute, das war ein Witz, ne? Dass ihr daraus einen eigenen Artikel macht, war so nicht gewollt. Das haben sie übrigens später in ihren Artikel rein editiert. Immerhin das haben sie rein editiert. Das hatte ich vorhin noch irgendwo gesehen. Aber es ist halt trotzdem, es war halt ein Witz, ne? Juhu, wir können jetzt jeden filmen. Ja, aber das ist halt das, was mittlerweile die ganz große Headline ist. Das ist auch dieser Satz ist zum Beispiel etwas, was dir bei der Kolumne ja auch einen kalten, dir Gänsehaut gemacht hat. Ja, weil das ja, also weil halt Entwickler ja durchaus sowas mitnehmen können aus der ganzen Nummer. Das war das, was mich tatsächlich sehr nervös gemacht hat in dem Beitrag. Ja,
Ich möchte nicht wissen, wie es bei Arenet aktuell ist. Da gibt es sicher viele Devs, die also mittlerweile. Alleine die Bammeln Tatsache, haben. Dass halt der Foren-Chat irgendwie seitdem keine einzige Antwort mehr bekommen hat. Ich habe den probiert heute. Ich dachte mir, Way, vor dem Podcast schreibst du schnell ein Update für den Foren-Chat. Du hast ihn das letzte Mal ja angefasst am. Wo ist er denn hier? Hier steht vor einer Woche. Klasse. Warum steht da kein genaues Datum? Das war letzte Woche vor dem Podcast, gab es, glaube ich, eigentlich. Ja, Mittwoch. Das müsste, ich, Mittwoch fing er an. Ja, richtig. Genau, bevor das ganze Drama war, habe ich den morgens geschrieben. Genau. Und mittags war ich dann unterwegs. Und seitdem gab es keinen einzigen Post mehr im Forenchat. Keine einzige Antwort mehr auf Fragen oder sonstige Sachen. Ja, auch im Reddit nicht. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Personen, die noch was geschrieben haben. Zum Beispiel Matthew Medina hat auf Twitter geschrieben, dass er kann und er will nicht aufhören, mit der Community zu interagieren. Da haben sich viele bedankt, ich auch, ehrlich gesagt, weil das muss man einfach dann, da muss man auch mal dankbar sein. Weil nach so einer Sache, da willst du sicher nichts schreiben, weil du bist ja auch unsicher. Wir wissen ja auch nicht, und das werden wir auch nie wissen, ob es da eine riesen Versammlung gab mit allen Mitarbeitern und der Chef sich erklärt hat. Vielleicht wurde auch nur eine E-Mail rumgeschickt oder nicht. Du weißt halt nicht, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht. Und mit der ganzen Mediensache, das ist sowieso eine Riesenkatastrophe. Das ist wobei man da jetzt auch noch sagen muss, ist und mal, als Polygon diesen schlimmen Artikel geschrieben hat, hatten sie auch in der Mitte die Antwort von Mike O'Brien, also die zweite Antwort, die er im Forum geschrieben hatte, nochmal veröffentlicht und haben natürlich dann wieder weitergemacht, das komplett zu ignorieren. Und ich fand eigentlich die zweite ziemlich gut. Könntest du vielleicht dann noch mal ein bisschen was vorlesen? Wir haben es ja, glaube ich, auf Deutsch, oder? Oder hast du das nur auf Englisch? Ich habe das nicht auf Deutsch. Die längere Antwort von ihm, die auch in dem Polygon. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht im deutschen Forum auch übersetzt worden. Okay. Es war doch überhaupt gar kein Forum-Post, oder? Ja, das wäre. Nein, das lange Ding. Ach so, stimmt. Mike, ja. Spezifisch für Polygon geschrieben. Ja, richtig, das war ein Statement, Entschuldigung. Dementsprechend gibt es davon keine deutsche Übersetzung. Aber ich fand es eigentlich relativ gut. Das war natürlich PR, ein gutes Marketinggerät, aber ich weiß nicht, das. Hat es eigentlich gut rübergebracht, fand ich, dass es halt eine Entscheidung war, die nicht von Reddit und Co. abhängig war, sondern von der Tatsache, was halt vorgefallen ist. Und ja. Du, aber ich ganz ehrlich, das letzte Woche war echt schwierig. Also ich meine, wir haben uns ja auch schon ein bisschen angeschaut und mussten halt nicht so was posten. Auch wir Künstler haben uns halt zurückgehalten, weil ich kenne das jetzt noch zum Beispiel von meinen, als ich letzte Woche die Art Show hatte, hatte ich ja immer Tweets bekommen, so Art Show beginnt, bla bla, oder hier, ich bin bald dran. Und habe ich eigentlich konstant eine Woche lang immer wieder Kommentare drunter bekommen. Mit meinem Tag halt mit drin und war nicht gerade schön. Der Chat korrigiert uns übrigens, dass die ArenaNet-Bans zwischendurch was geschrieben haben. Ich glaube, da gab es auch einen Praise-Ben-Thread kurzzeitig, wo sich dann alle vier oder fünf Bans, die wir bei ArenaNet haben, gemeldet haben. Und Ben und Paul haben sich zwischendurch in Chats gemeldet. Also in Streamer-Chats bei Syndrona und bei T-Pod. Also da scheint sich zumindest auf den ersten Blick nichts verändert zu haben. An dem Verhalten. Das ist ja schon mal gut. Ja, es hat sich übrigens, es haben sich übrigens auch noch andere ehemalige Entwickler inzwischen zu Wort gemeldet, ne? Von der, ich weiß gar nicht, also es war einmal Angel. Kate Welch gesehen hat, und Kate also Angel Welch McCoy war, ja. Und Kate Welch war es. Die hatten interessante Einsichten, wenn ich ehrlich bin. Ist halt auch wieder sowas, was einfach mal reingeschmissen wird. Du kannst ja nie beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Und je nachdem, wie du halt jetzt zu der ganzen Sache stehst und wie deine Informationsquellen halt sind, kannst du das so oder so interpretieren, was da ist. Sagen wir mal so, das, was die gemacht haben, macht jetzt nicht unbedingt so ein gutes Licht auf das Management von ArenaNet. Ich glaube, hier ja, die Kirsche auf dem Eisbecher war der Artikel von MMORPG, ne? Die irgendwie geschrieben haben, ja, es hat schon seinen Grund, warum Mike O'Brien der einzige Präsident übrig geblieben ist. Und haben damit irgendwie impliziert, er hätte die anderen beiden schön raus aus der Firma bekommen, rausgemobbt, was auch immer. Das hat MMORPG gemacht, die meistens auch immer exklusiv Infos als erstes veröffentlichen dürfen. Respekt. Das ist ja der Punkt, ne? Wir haben. Weil das ist egal. Ja gut, da zeigt man halt wieder, dass man journalistisch ja unabhängig ist. Was ja auch nicht so geil ist. Die auf jeden Fall. Mehr als wir, aber ja. Mehr als du? Naja, ja, keine Ahnung, das war echt keine schöne Zeit mit dem Ganzen.
Ich meine, Inks und DOA haben natürlich auch noch Statements abgegeben. Wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Geht's bei denen im Wort auf Twitch sicher auch noch. Die waren eigentlich ziemlich gut, vor allem DOA hat es halt relativ stark mitgenommen. Kann ich verstehen, also ja, ich möchte nicht im Mittelpunkt bei so einer Sache nein, sein. Nein, vor allem wenn du, also ich habe ja meinen Tweet, wir kriegen ja heute noch also jede Minute Reaktionen dazu und Leute, die das kommentieren und was weiß ich nicht was. Der Tweet, den ich damals an Jessica geschrieben hatte, hat inzwischen über 1000 Likes. Und da kommen jeden Tag, weiß ich nicht, 40, 50, 60 noch dazu. Und da kommen auch immer noch Leute, die schreiben hier irgendwie, also das Netteste war irgendwie Fuck you und da sind auch noch ganz andere Sachen genannt worden. Und wenn du, wie gesagt, so in einschlägige Foren schaust, Foren, die halt sowieso irgendwie Feminismus zum Thema haben, da stehen dann halt auch solche Sachen wie Shithead-Streamers like Deroa oder sowas. Das geht nicht einfach so an dir vorbei, wenn du plötzlich Gesprächsthema in allen möglichen Foren bist und da teilweise auch bis sonst wohin beleidigt wirst. Die hat ja genauso Tweets abbekommen. Ne? Jessica stellt sich da in die Ecke und sagt irgendwie, ja, die waren alle gemein zu mir. Es gab auch genügend Leute, die andersrum reagiert haben und gemein zu Deroa waren. Also, das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Das Schlimme ist ja auch, dass viele jetzt wieder versuchen, GamerGate zu reaktivieren dadurch. Weil das 1A wieder dasselbe ist. Sprich, die Spieler gegen die Journalisten, das ist wieder genau in die gleiche Richtung, wie das damals war, bevor das so riesengroß eskaliert ist. Ja, ich habe zum Beispiel eine Künstlerin, der ich folge, der habe ich entfolgt wegen der Sache. Die hatte sich echauffiert wegen dem Ganzen, dass das wieder halt schlimm ist für die weiblichen Devs, die einfach wieder gefeuert werden hinterher. Dann hat einer ihrer Fans halt gesagt, ja, aber lest doch mal alles, was war, den Kontext und so. Ja, nicht nur dieses Einseitige. Oh. Und dann voll ignorant, nö, interessiert mich nicht, das ist nur wieder so eins hier, fuck off und so. Und da hatte Barlow einen Artikel, ne? Was in seinem Video zugesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ich hab's mir angehört. War teilweise ein bisschen schwierig. Wo er dann irgendwie meinte, dass der eine Artikel dann irgendwie gesagt hat, es ist egal, es ist egal, ob tatsächlich Sexismus drin war, es ist egal, welche Intention das Ganze hatte. Wichtig ist nur, man kann es so interpretieren, also sollte man es lieber nicht schreiben, wenn es sich so interpretieren lässt. Und da musste ich halt schon schlucken bei dem Satz irgendwie. Weil das ist halt tatsächlich Blödsinn und das ist auf gar keinen Fall das, was wir wollen, oder? Das sollte auch nicht das Ziel sein. Nee, man kann das zwar, man kann seine persönliche Meinung halt kundtun, aber wenn man gerade so als Community-Seite oder allgemein als Presseseite, sollte man versuchen, sowas sachlich, journalistisch anzugehen und nicht so, ich mache eine reißerische Bild-Zeitungs-Überschrift und hol die Klicks und am besten mache ich dann noch die Agenda so weit, damit ich hier wieder hier mein Kreuzung machen kann. Und keine Ahnung, das hat mir teilweise schon echt die Augen geöffnet. Also das ist, GamerGate, das war jetzt nicht unbedingt etwas, was vielleicht bei uns irgendwie so bekannt war. Das ist eher sowas für USA, wo es richtig eskaliert ist. Deswegen habe ich da auch nie was groß mitbekommen damals. Aber jetzt, Guild Wars 2 betrifft mich ja auch zwangsläufig oder uns alle. Das war schon wow. Ja, der Punkt ist aber, die beiden sind, also das, was mich am meisten stört, halt, Man kann unterschiedlich darüber diskutieren. War es klug, sie rauszuschmeißen? Ja, nein. War jetzt das, was Deroa geschrieben hat, tatsächlich angebracht? Ja, nein. Aber der Punkt ist, all das Ganze hatte, glaube ich, überhaupt nichts mit Sexismus zu tun, bis es von Jessica quasi in diese Richtung geschubst wurde. Ja, das ist eigentlich würde ich genauso sagen. Das, was wir daraus mitnehmen können. Das Schlimme für mich an der Stelle ist tatsächlich, dass alle Seiten, die mit einer wirklich massive Verantwortung eigentlich in dieser Sache drin sitzen, wie die Presse, wie halt auch eigentlich Arena Net, wie Jessica, dass niemand irgendwie versucht hat, das weiter zu deeskalieren. Es hat niemand irgendwie versucht, das zu schlichten und das ist so unfassbar schade. Die Community nicht. Es hat niemand irgendwann mal versucht, das zum Ruhen zu bringen. So. Ich kann nur meinen Prof zitieren an dieser Stelle, ne? Bad news are good news and good news are no news. Ne? Ja. Also, du kannst halt aus guten Nachrichten keine Beiträge machen und du kannst schlechte Nachrichten ausschlachten bis zum bitteren Ende. Wie gesagt, was Seiten machen, Seiten, die halt teilweise überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, Seiten, die sich ewig nicht mehr mit irgendwas rund um Guild Wars 2 beschäftigt haben, plötzlich hat ja jeder eine Meinung zu dem Thema.
selbst irgendwelche Streamer, die das nur sich da 10 Minuten eingelesen haben, haben plötzlich, weil es halt funktioniert, ein Statement dazu veröffentlicht. Und da muss ich halt sagen, holy shit. Also, wie schlimm muss es um uns stehen, wenn halt sich wirklich jeder dazu äußern muss? Gut, wir tun das jetzt auch hier, aber. Ja, gut, aber wir sind ja auch eine Guild Wars 2 Community-Seite. Also, das Thema kann man nicht unter den Teppich kehren lassen, finde ich. Das könnte hier geschrieben hat, schon wieder dieses Thema, ja. Ja, wir bringen das auch so langsam zu Ende. Ja. Zum Ende. Aber ich stimme halt Kane zu. Ich glaube, der Einzige, der, wenn überhaupt, deeskaliert hat, dann war es halt wirklich der Roar, der sich danach entschuldigt hat, gesagt hat, ich möchte nicht mehr weiter diskutieren. Ja, aber dann ging es ja eigentlich erst richtig los, ne? So. Ja, aber er hat ja an der Stelle nichts falsch gemacht, indem er sagt, nein. Ich lasse es dann an der Stelle. Ne, von auch wenn da jetzt irgendwie höchster Feiertag der USA war, mehr oder weniger, dass da nicht irgendwie schneller versucht wurde zu reagieren, das überrascht mich halt, weil wenn, der Mob halt einfach mal 24 Stunden Freilauf hat, egal in welche Richtung, dann ist das, führt das immer wieder so eins zum anderen. Das ist wie so eine Lawine, die da halt einfach ungezügelt weiterrollen konnte. Ist halt die Frage, ob dann wirklich das, selbst wenn jetzt nicht am Feiertag gewesen wäre, ob das so schnell reagiert hätten. Es scheint ja bei Arena auch so die Kultur gegeben zu haben, dass die Leute halt bewusst auch ihre Meinung sagen sollen. Dass Arena halt da gerade die freie Meinung, dass es denn halt wichtig ist. Es gibt ja auch viele Entwickler, die wirklich ihre politische Meinung ganz lautstark auf Twitter sagen. Was ist ja nicht sie nur auch so, dass sollen es nur und dürfen und genau, sogar müssen, das weil ich bin da teilweise großer Fan von, dass Leute das machen. Nur wie ist halt entscheidend und wann. Wann und ne, wie gehe ich dann am Schlussende da auch nachträglich mit um? Selbst es hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, in irgendeiner Art und Weise zurückzurudern und zu sagen, okay, jetzt ist hier Schluss. Aber es ging ja immer weiter. Und ja, wenn man die Artikel sich durchliest, wird das auch, glaube ich, in nächster Zeit nicht aufhören. Und ja, die liebe Jessica hat da, glaube ich, auch wenig Einsehen. Der Punkt, für den sie kämpft, der ist ja gar nicht verkehrt. Nur das Wie ist halt an der Stelle das Problematische gewesen. Ja, das ist halt nicht gerade schön. Cool, jetzt haben wir uns 50 Minuten damit tatsächlich aufgehalten. Ja. Ich weiß nicht, Katja, hast du noch was zu sagen? Du kommst immer zu wenig zu Wort, du musst mal kämpfen hier. nein, alles gut. Das wurde ja halt jetzt auch von vielen Seiten ausdiskutiert, wo ich halt, ne, das hast du ja im Gespräch mit mir schon mitbekommen, halt mich immer wieder gefragt habe, ist, ob es da nicht entsprechende Regelungen gibt, weil ich kenne das halt immer mehr aus Deutschland, dass es halt diese Mitarbeiterverhaltenskodizes gibt, wo dann halt solche Sachen auch geregelt sind, bis zu welchem Grad darf man sich in welchem Kontext über die Arbeit auslassen und in welchem Umfang. Und da frage ich mich halt, wie ist das abgelaufen? Weil ich finde grundsätzlich das erste Statement, was dann halt im Forum kam von Mo, das war einfach immer noch viel zu interpretationsdürftig und das war nicht so umfassend genug, dass an der Stelle dann halt einfach ein klarer Deckel war. Und das finde ich halt einfach an der Stelle letztendlich ein bisschen schade. Also, ja, das zweite von Polygon war halt einfach viel besser, auch die Art und Weise, was halt war. Es war besser, als es zwei Mitarbeiter gibt es halt jetzt nicht mehr, sich unter Standard und fertigen Community ist halt wichtig. Das hat halt auch noch, da hast du recht, das hat halt auch nochmal richtig schön Brennstoff gegeben, einfach. Aber dadurch hat ja dann die Person dann geschrieben, ja, jetzt können wir jeden Dev feuern, wenn wir nur groß genug Stimmung machen. Wie gesagt, das wäre wahrscheinlich bei dem anderen ironischen Ton. Ich möchte das hier betonen, weil die Person das selber danach noch geschrieben hat. Es gibt aber genug Leute, die das für bare Münze nehmen. Das darf man halt nicht unterschätzen. Ne? Wenn das jemand mit Sarkasmus sagt oder so, dann gibt es auf der anderen Seite immer noch Leute, die denken, boah geil, jetzt habe ich wirklich die Mistgabel in der Hand und kriege alles. Ich kriege mein Recht damit, wenn ich was durchdrücken will. Ich muss nur genug Leute mobilisieren. Der Eindruck ist sicherlich beim einen oder anderen da. Bin ich fest von überzeugt. Ja, und das wurde halt auch als Argumentation gebracht. Wie gesagt, auch darüber kann man ruhig diskutieren.
Da ist schon was Wahres dran, aber in dem Zusammenhang ist das halt alles. Da ist so viel hineingewurschtelt, dass wenn du es als Einzeldinger betrachten würdest, dann könntest du wahrscheinlich konstruktive Diskussionen führen. Und nicht, wir nehmen einfach mal von allem Problem alles rein und bauschen das halt auf. Das hat ja keine Substanz in dem Fall. Ja, aber genau das ist halt passiert. Und zwar an allen Ecken und Enden. Und das wird uns noch lang begleiten, so viel ist definitiv sicher, weil definitiv. Das, also das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was das auch für unsere, ja, für allgemein für die Community und für die Streamer halt auch bedeutet, weil die negative Presse haben wir jetzt. Was traurig genug ist. Vor allem, nachdem er ja dank Bless Online bessere Presse hatte. Also, der Punkt ist, ne, worüber wir halt definitiv diskutieren können, ist, war das, was der Roy in seiner Kritik angebracht hat, richtig? Man kann darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, diese Kritik auf Twitter anzubringen. Man kann darüber diskutieren, ob der Rauswurf berechtigt war oder nicht. Worüber man aber meiner Meinung nach zumindest nicht diskutieren kann, ist, war der Tweet von Deroy im Spezifischen sexistisch oder nicht, weil das war er nicht. Und das Schlimme ist, dass halt genügend Leute das da noch irgendwie reininterpretieren. Das ist eigentlich das, was blödsinnig an der Sache ist. Ja, man kann ja nur wünschen, dass das langsam ein bisschen Ruhe einkehrt und dass dass Miss Preis vielleicht auch mal Reflexion machen kann, was ich nicht unbedingt glaube. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Trotzdem. Doch, sie hat ja das Random Asset hat sie ja zurückgenommen. Hat da irgendeinen anderen abwertenden Begriff gemacht, der anscheinend ja ganz so schlimm ist, aber irgendwie nicht gut klingt. Trotzdem, weil hier gerade im Chat steht, irgendwie, ich hoffe, Jessica kriegt nie wieder einen Job. Oder auch Tessa sagt, ich gehe davon aus, dass sie noch einen Job bekommen wird in der Branche. Ich gehe mal auch davon aus, dass es noch irgendwo Stellen gibt. Aber diese werden wahrscheinlich, oder wenn sie irgendwas, also sie braucht halt jetzt einen Ort, der mit dieser harten politischen Meinung entweder klarkommt oder sie halt in einer gewissen Art und Weise regulieren kann. Naja, das hat der Arena nicht auch probiert. Ja, aber niemand wird Jessica, glaube ich, jetzt einstellen, ohne das Thema zumindest zu klären im Vorfeld. Weil das hat dafür zumindest genug Wellen geschlagen. Ja, es kommt halt drauf an. Also Arianet hat sie ja dankend angenommen und sie hatte ja anscheinend auch da genug gesagt, wie sie war. Arianet wusste ja, was da in ihren Twitter war und so weiter. Und sie wollten das ja auch. So allgemein mehr Leute einzustellen, die halt anders sind. Das passte auch zu der Firmenphilosophie von Arena halt einfach. Ja, was auch halt nicht dazu passte, war Beleidigung von. Gut, das ist natürlich dann eskaliert. Ist klar. Gott, deutsche Wörter. Ja, das ist schwierig, gell? Wenn du die Englischen hast und dann denkst, verdammt. Gut, wir haben aber auch ein paar schöne Sachen rund um Jessica gehabt, um mal den Bogen zum nächsten Thema zu schlagen. Und zwar ich bin laut? Okay, Alex, ich bin anscheinend laut. Schreibt ja, mir. Und ich bin anscheinend leise, was überhaupt nicht sein kann, weil eigentlich seid ihr... Nein, eigentlich ist alles gebalanced. Also ihr habt euch ja nicht verändert in eurer Lautstärke. Okay, nicht, also bitte ganz normal weiter. Also vom Ausschlag her sind wir beide identisch bei mir im Programm. Ja, also es gab was Schönes rund um Jessica. Und zwar bezog sich das noch, bevor eben die Tweets gepostet wurden, auf das Ask Me Anything der Entwickler zum Patch Lang lebe der Lich. Das AMA hatte sich ein bisschen nach hinten verschoben, weil es Probleme mit dem Patch gab. Und ja, dann konnten wir es letzte Woche im Podcast nicht ansprechen. Heute möchten wir das aber ansprechen. Und zwar vielleicht tatsächlich mit dem Statement zu dem Problem, das Mike sie relativ zu Anfang veröffentlicht hat. Und zwar gab es halt, bevor der Patch live ging, am Morgen noch einen kurzen Run der Episode mit dem internen QA-Team, bei dem alles problemlos funktionierte. Und erst später, als das Ganze live ging, gab es dann Crashs, die sie in der Testumgebung bisher nicht hatten. Und wann immer die neue Karte crashte, nahmen sie automatisch auch alle anderen Instanzen der Karte mit. Also einmal Kona crashen heißt alle Kona-Karten crashen. Und ja, dann war es ArenaNet's Ziel, diese Crash-Reports zu sichten, die jedoch falsche Daten mitgegeben haben und auf Serverprobleme verwiesen. Die Server an sich hatten aber gar keine Probleme, sondern das große Problem war, dass diese Vergrößerungsmechanik der Instanzen, die wir in der ersten Story-Instanz auf Kona hatten, und die
dazu kalkulierten Ressourcen nicht korrekt waren und es da zu Performance-Problemen kam. Und diese Performance-Probleme haben dann wiederum dafür gesorgt, dass die Karte abgeschmiert ist. Der Absturz einer Karte hat dafür gesorgt, dass alle Karten abstürzen. Und es hat halt gedauert, genau diesen Fehler ausfindig zu machen. Das haben sie dann irgendwann in der Nacht geschafft, haben dann neue Server dazugeschaltet, sodass das Ganze wieder stabiler lief, dass es eine ordentliche Performance gab. Und ja, im Anschluss funktionierte dann alles. Und aktuell behalten sie, das würde schon eine Weile her sein, alle Anomalien in den Fehlermeldungen im Blick, damit sowas in der Zukunft nicht nochmal passiert. Also das große Problem war tatsächlich Server-Performance dann am Ende, beziehungsweise falsch kalkulierte Ressourcen. Und dass es so lange gedauert hat, lag daran, dass die Crash-Reports falsche Daten ausgegeben haben. So das offizielle Statement von Mike dazu. Ja, war doch schön ausführlich. Also ist auf jeden Fall interessant, mal ein bisschen die Hintergründe zu erfahren. Klingt auf jeden Fall besser als wir verschieben die Episode, weil halt noch andere Sachen so sind. Fand ich auch nicht ganz gut. Fand ich interessant, oder? Dass das wegen der einen Story entstand, gerade wahrscheinlich, weil sie so groß war. Ja, sie wurde weil sie halt im Prinzip fast die ganze Karte war. Richtig, und sie skalierte ja später auch in den Mobgruppen immer weiter nach oben, wenn du dich hast permanent entdecken lassen. Und da wird es dann wahrscheinlich irgendwann zu einem nicht kalkulierten Ressourcenproblem gekommen sein. So schön ja, sowas halt kann diese Idee ist, die Instanzen sich immer mehr zu erweitern zu lassen, so schön kann das halt auch zu Problemen führen, wie wir gerade sehen. Na gut, jetzt wissen sie ja, was sowas verursachen kann. Vielleicht dann passiert es in der Zukunft nicht mehr. Hoffen wir es, das ist der Plan. Ja, dann gab es allerhand allgemeine Dinge in dem AMA. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, die Community stellt Fragen, die Entwickler geben Antworten zu spezifischen Themen. Ich glaube, mit der spannendste oder die Person, die mit die spannendsten Themen beantwortet hat, die nicht storyrelevant waren, war Levatain. Die Person von ArenaNet, die diesen Namen trägt. sie hat nämlich ein paar Dinge verraten, die vielleicht ganz interessant sind. Die Community fordert zum Beispiel seit Ewigkeiten ein Tutorial für Breakbars, für diese trotzig Leisten, die blauen. Und da gab es jetzt das erste Mal tatsächlich eine Reaktion zu. Wir sollen nicht mit sofortigen Änderungen rechnen, da das Ganze noch in der Designphase ist und ein gutes Tutorial halt Tests braucht und gegebenenfalls auch Voice Acting, damit die Spieler was lernen. Und dass sie allerdings jetzt eben daran arbeiten möchten. Das ist gut, denn trotzig Leisten sind ja bei ziemlich vielen Bossen ein ziemlich großes Diskussionsthema. Wer das immer so mitbekommt. Ja? Ja, mach ruhig weiter. Ich wollte nur, dass Kathi auch ein bisschen was erzählt. Ja, da komme ich wahrscheinlich gleich zu bei den beiden Guild-Chats. Das ist schon richtig. Okay so. Also okay, alles klar. Die gebe ich dir. Das ist nicht, dass es heißt, wieder da, wir unterdrücken hier die Frau, das wir machen hier Sexismus, wow. Das geht ja nicht. Ja. Ja, Levatain hat dann auch noch eine zweite Sache geschrieben, nämlich das Thema Glück. Es gibt ein paar Leute, die haben ihr Glück maximiert. Was macht man, wenn das Glück maximiert ist mit den ganzen Sachen, die man bekommt? Bisher gar nichts. Levatain hat auch gesagt, da steht ganz, ganz unten auf der Prioritätenliste. Aber stimmt zu, dass man sich am Ende dann mal was ausdenken sollte, was man mit dem Glück machen kann. Generell auch allgemeine Themen. Mike, sie hat zum Beispiel gesagt, dass das Ziel des Contents oder des Story-Contents sein soll, dass jeder Spieler ihn abschließen kann, weil es gab Diskussionen, ob der Content inzwischen zu leicht geworden ist. Und es ging auch um das Zurücksetzen der Bosse. Denn wer bei Yoko zum Beispiel gewiped ist, kann Yoko einfach weiter auf demselben HP-Pool hauen, auf dem er auch vorher war. Also der resettet nicht, der Boss. Und Mike, sie begründet das ja damit, dass jeder Spieler das Ende der Story sehen soll, dass allerdings Erfolge innerhalb des Story-Contents das Ganze dann schwerer machen sollen. Das ist die Idee, wie ArenaNet generell Story-Instanzen aufbaut oder aufbauen möchte. Finde ich generell in Ordnung. Die Story-Instanzen sollten nicht zu schwer sein. Gab es damals in Season 1 und Season 2 andere Sachen, die deutlich knackiger waren.
Es gibt immer die Spieler, die halt ihre Klasse richtig gut spielen können, die wollen halt eine Herausforderung haben, aber ich denke, Story ist wichtig fürs Spiel, das sollte einfach sein. Ja, das Thema Story hat dann später Jessica auch angesprochen, das war halt der Auslöser später für die Tweets, dass es schwierig ist, dem Kommandeur immer in die gleiche Richtung zu schicken, obwohl es eben 5 unterschiedliche Rassen und 2 Geschlechter gibt. Sie sind auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es intern einen Witz gibt, dass jedes Mal, wenn eine Spielertextzeile entfernt wird, ein Engel einen Flügel bekommt, weil nämlich auf einen Schlag nicht eine Textzeile verschwindet, sondern mindestens 10, weil es halt 5 unterschiedliche Rassen, 2 Geschlechter gibt. Und generell die Entwickler immer über den Zeilencounter hinauskommen und deshalb auch Dinge rausschneiden müssen aus der Story. Ich glaube, das war mir nie so bewusst. Wir reden ja oft darüber, warum Story-Inhalte fehlen und warum nicht. Dass sie tatsächlich aufgrund von Budgeteinschränkungen halt einen maximalen Zeilensatz haben, den halt Leute sagen können. Ja gut, das ist doch klar. Du hast ja, 10 verschiedene so Stimmen eigentlich. Nachgedacht. Ja, aber das ist halt das Problem, wenn du Vollvertonung hast. Das ist der Grund, warum in Final Fantasy zum Beispiel viel mehr Dialoge funktionieren. Oder weil du kriegst einfach viel mehr Story da, weil nur in den Hauptzwischensequenzen ist Sprachausgabe. Dein Charakter selbst hat überhaupt keinen. Du bist komplett stumm. Du darfst immer nur die ganze Zeit nicken. Das stimmt, ja. Was schon komisch ist. Und wenn du zwischendrin halt bei den Nicht-Zwischensequenzen in normalen Ingame-Sachen hast du halt dann Textdialoge. So wie wir damals in Season 1 oder Season 2 zum Beispiel das gehabt haben, wo es noch nicht komplett Sprachausgabe war. Und da kannst du viel mehr reinbringen natürlich. Das funktioniert halt nicht, wenn du 10 verschiedene Stimmen hast, plus nochmal die ganzen Lokalisierungen. Und Sprachen. Es geht halt top. Achso, das ja, und die haben ja auch nicht 0815 Synchronsprecher, die haben schon einige da, wie Matthew Mercer, Sam Riegel. Der Typ, der Tim spricht. Und so weiter. Aus TKKG. Ganz wichtig. Ja, bei Deutsch ist, glaube ich, leichter. Sascha, die kriegen Degar, nicht so viel dann. Geld wie die von USA, denke ich. Ja, die sind ja eh alle, die haben ja alle, sind ja nicht direkt bei ArenaNet angestellt, sondern ArenaNet hat ja für jede Sprache quasi eine Partneragentur, aus der der Pool an Personen, an Sprechern halt gezogen wird. Also die sind nicht fest angestellt, die werden dann immer wieder für das Projekt, dass wir die irgendwann wurde das mal gesagt, dass das ja quasi ausgelagert ist. Mhm. Aber das, wäre, glaube ich, auch gar nicht zu leisten, da jemanden beständig als Sprecher zu beschäftigen. Der letzte Punkt im Allgemeinen drehte sich dann noch über das Thema oder drehte sich um das Thema Garderoben und Accessoires. Wir haben jetzt das erste legendäre Accessoire gehabt, was für Effekte sorgt. Und das wird zukünftig auch zukünftig nicht in der Garderobe landen. Das hat uns Andrew M. Ich müsste seinen Nachnamen nicht wissen. Andrew hat uns das gesagt. Das Problem ist nämlich, dass Accessoires und Ringe kein Skin, also zwar halt ein Icon haben, ein unterschiedliches, aber kein Skin an sich, der für die Garderobe gewertet wird. Das heißt, seine Priorität ist es, dass es eine Option gibt, legendäre Schmuckstücke an- und auszuschalten, wenn man die Effekte eben haben möchte oder nicht, und gegebenenfalls eine Möglichkeit, diese auch für weitere Charaktere zu verdienen. Aber auch zukünftig werden legendäre Accessoires nicht in der Garderobe landen. Das ist für die Legendary Summon wahrscheinlich ganz wichtig. Die Info, oder nicht unwichtig, die Info. Ja, im nächsten Abschnitt wurde ein bisschen über den Rollkäfer diskutiert. Ich glaube, das Wichtigste daraus oder sind die zwei Dinge. Erstens, es ist geplant, dass zukünftig auch die Angriffsfertigkeit vom Rollkäfer Wände zerstören kann. Nicht nur die Ausdauerleiste, die Fertigkeit, die mit der Leertaste aktiviert. Und der Hinweis von Matt Pennebaker, dass Petey im Rest der Staffel nicht vergessen wird. Das heißt, es wird noch Content für den Rollkäfer geben, weil einige da sehr nervös waren, dass das so eine One-Time-Show wird. Und die haben dem einen Namen gegeben, der wird jetzt noch so ein bisschen Sidekick werden. Ja, wichtig war es, dass es halt auch Content gibt, zukünftig zerstörbare Wände und ähnliches, weil, ne, Aufwinde haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen auf Karten.
Ja, das aber stimmt, das Problem aber in dem Fall ist allerdings, dass für die Leute, die die Episode nicht haben, die haben kein PT. Das heißt, du musst die Karten dann so designen, dass das so kleine Bonus-Extras sind. Du kannst keinen Mastery-Punkt oder einen Helm, keinen Mastery-Punkt da hinten verstecken. Ja, oder gut, irgendwas die, Wichtiges. Kannst du wer schon. Die Story nicht hat, der hat ja auch die Karten nicht, die er dafür eben braucht. Also die folgenden Karten sind ja alle an die Staffel gebunden. Also das ist das ist so? Wenn du halt ohne den klar. Käfer willst, musst du dir halt diese eine Episode kaufen. Du kommst auch nicht aber an die Bitterfrost-Grenzgrenze. So. Wenn du HOT nicht hast und die dritte Staffel nicht gut, aber wenn jemand POF hat zum Beispiel und hat jetzt, war jetzt zum Beispiel die letzten 5 Monate nicht da oder 6 und hat jetzt 2 Episoden verpasst einfach. Jetzt diese Episode und die vorhergehende. Kommt jetzt zu Episode 4. Hat die ja dann im Prinzip freigeschaltet, sobald er dann da ist. Ja, die musst du dir kaufen. Ja, das stimmt. Nein, aber so, kannst du dann die vierte spielen? Darum geht's doch. Du kannst doch die vierte dann spielen, oder? Ja, aber du kannst nur halt eine Episode spielen, wenn die dürfen halt den Story-Content nicht verstecken, aber Kartenerkundung, Beherrschungspunkte, Erfolge, all das lässt sich super hinter dem verstecken. Ja, aber die Beherrschungspunkte brauchst du ja wieder, wenn du gibt wahrscheinlich wieder eine neue Mastery auf der Karte und die musst du ja durch die Beherrschungspunkte da im Prinzip freischalten können. Musst du nicht, das ist Unsinn. Weil du kannst ja auch nicht sagen, ja, weil das ist ein Feature dieser Episode, so wie Gleiten ein Feature von HOT ist. Du kannst ja auch nicht sagen, ich hätte gerne Gleiten ohne HOT. Und HOT musst du dir auch kaufen. Und so musst du dir halt im Zweifelsfall auch die Episode kaufen, um den Käfer zu bekommen. Ich glaube, worum es eigentlich geht, ist, dass es war ja jetzt auch so auf der Karte, so dass du an einige Bereiche, gut, das waren jetzt, lass es 2 oder 3 Pols sein und ein Beherrschungspunkt, an die bist du halt nicht gekommen. Wenn du nicht den Rollkäfer hattest oder jemand gerade da irgendwie gekämmt hat und dich immer wieder reingelassen hat mit dem Rollkäfer. Grundsätzlich ist es ja so, dass man dann halt da erstmal nicht an die Map-Erkundung dann quasi dran käme, an die vollständige. Und man kann halt auch, ich glaube, das ist das, worauf Sky eigentlich abstellte, du kannst ja ohne diese Episode den Käfer gar nicht freischalten, weil du musst ja auf der Karte die Sammlung machen. Richtig. Ja, mir geht's darum, dass man halt kein PT ist halt Episode 3 Content. Ja. Wenn du kannst zwar in der Karte 4 Sachen für PT machen, du könntest keine wichtigen Dinge gaten, wenn du kein PT hast in dem Fall. Das meine ich damit. Vorstellen könnte, was die machen, ist genauso wie beim Wintertagrennen haben die doch einen Händler hingestellt, wo du dir einen Mount leasen konntest. Dass die das vielleicht dann auch auf der neuen Karte machen, für die ja nachher kommen, da so einen Rollkäfer verleihen. Aber muss das denn sein? Also jetzt mal ganz hart gesagt, es hat ja auch nie einer nach einem Gleiter-NPC auf den neuen Karten gefragt, nur weil sie halt POF und kein HOT haben. Der Gleiter war aber die allererste Mastery, die du direkt in der grasgrünen Schwelle freigeschaltet hast. PT ist etwas, das kam mit der Staffel, nicht mit POF an sich. Ja, genau darum geht's, ja. Also in den Add-ons des Core-Feature, das ist ja zum Beispiel so, du kannst ja, wenn du Path of Fire hast, das haben wir schon häufig kritisiert, wenn du nur Path of Fire hast und kein HOT, kannst du nicht gleiten, hast kein Gleiten. Genau. Das heißt, du musst die POF-Karten und die Living World-Karten so designen, dass es keine Aufwinde gibt, dass es keinen Mushroom gibt und dass du trotzdem fliegen kannst oder irgendwie. Und bei manchen brauchst du halt den Greif dann zwangsläufig, den du ja im Add-on so oder so bekommst. Wenn du Power of Fire hast, bekommst du ja die Mounts als, das ist das Hauptfeature, das hast du. Das heißt, du kannst auf jeden Fall, wenn du Power of Fire hast, in den Episoden mit deinem Mount was machen. Nur PT ist eine optionale Sache. Das ist kein Mount, was konstant für jeden freigeschaltet worden ist, der Power of Fire hat. Das ist Content von der dritten Episode. Und wenn du da nicht da bist in diesen 3 Monaten, wo die Episode ist. Ja, dann musst du die Episode kaufen. So ja, richtig, halt das verstehe ich. Das macht es. Nein, das ist ja. Ja, das ist schon richtig. Aber das haben die ja auch beim Wintertag gemacht, damit du den Erfolg machen kannst, haben sie da ja auch jemanden hingestellt, wo du dir das Mount leasen kannst. Also, ne, da jetzt dann halt, ne, man kann jetzt argumentieren, weil das halt irgendwie Core-Gebiet ist, also Vanilla-Gebiet, oder dass man die da halt mit abholen möchte. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder Werbung, zu sagen, genau, hey, dann kaufst du dir die anderen. Richtig. Das ist doch eigentlich, also ne, diese Grundvoraussetzung, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, Pech gehabt, müsst ihr euch das holen. Vor allen Dingen, weil PT ja auch explizit als ein Mount ausgeschrieben ist, was nicht notwendig ist, quasi nur so ein On-Top-Schmankerl ist. Das ist so ein Sahnehäubchen. Es ist nichts von diesen Core
Mounts, die man so bekommen hat. Ja, richtig. Also, dass sie da diesen Leaser hingestellt haben, haben sie halt gemacht, klar. Das war hauptsächlich Marketing, weil die ganzen Free-to-Play-Leute haben mitbekommen, ja, hey, es ist Weihnachten, bis Götterfels kommt halt jeder. Und dann kann ich da auch mal mich in das Mount reinführen oder sowas. Das ist ja auch gar keine Frage. Auf der Karte dann auch machen für die Episode 1 bis 3 von der Staffel 4 verpasst haben. Ja, aber wie viele Leute schalten sich denn schalten sich halt die Episode frei, die folgenden, und gehen so weit zu sagen, ich gebe die paar Edelsteine, also am Ende auch nur ein bisschen Gold, nicht dafür aus, mir die Episode freizuschalten. Also, da hast du genauso wenig Informationen und Statistiken drüber wie ich. Also das sind jetzt Punkte, an denen wir beiden natürlich anfangen zu spekulieren. Ist das Spekulation, so, ja, absolut. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass jemand, der den, weil du hast ja einen Workaround, jemand anders kann die Wände ja für dich umrennen. Das heißt, du hast immer den Workaround, jemand anders kann dir dabei helfen, deine Kartenerkundung abzuschließen. Ja, und du kannst klar, zugucken, wenn die anderen geht, darum geht es mir doch gar nicht. Das ist ja klar, wenn dann einmal mit so einem Mount kommt, dann willst du es auch haben. Mir geht es so darum, weil du, die Kernaussage von dir oder von den Entwicklern ist ja, dass man Features in die anderen Karten reinbringt, die mit dem Käfer sind, was grundsätzlich eine gute Sache ist. Wir wollen ja schließlich auch immer, dass wir aufeinander aufbauen mit unseren ganzen Sachen, die wir gelernt haben. Und nicht, die dann halt wieder vergessen werden, wie es gleiten und so und so. Sondern einfach, dass man mehr Gameplay bekommt dadurch. Nur kannst du halt das nicht gaten, wenn einer nur diese Episode hat, aber ohne den Käfer. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt so eine Sache. Weil dann würdest du ja die Leute auch so ein bisschen vor den Kopf schütteln. Ja, aber du kannst nichts tiefgründig jetzt machen, was wichtig wäre. Es ist jetzt aber ja nicht so, dass du diese Episode nachträglich nie wiederbekommst, sondern es ist halt de facto so, dass dich die Episode 60 Gold kostet. Und wenn die Leute sagen, sie kaufen stimmt sich doch, ich stimmt dir hundertprozentig 250 zu. Gold, dann kann ich mir auch eine Episode für 60 Gold kaufen. Also, dann sind wir jetzt bei dem Punkt, bei dem wir vor 2 Wochen mal so eine kleine Diskussion in den Ausrasten vor 3 Wochen hatten. Jetzt kostet der Käfer halt 60 Gold, ja. Das ist halt die einzige Änderung an dem ganzen System. Und für die 60 Gold kriege ich auch noch jede Menge Content dazu. Es wäre spielerfreundlich, da die Möglichkeit zu bieten, sollte das notwendig sein. Und aber du machst gleichzeitig damit ein bisschen was kaputt, finde ich. Du weißt, wie die Leute sind, ne, wenn sie irgendwie was vor die Nase gesetzt bekommen und das nicht kriegen, weil sie Monate vorher nicht da waren. So. Im Endeffekt muss man sagen, ja, packt euch an die eigene Nase. Auf der anderen Seite willst du diese Spieler aber auch abholen, genau um so etwas zu vermeiden. Und dann haben die ja immer noch die Möglichkeit, sich nach und nach das Gold zu erfarmen und das dann, ne, das hat wenig, meines Erachtens nach, mit dieser Greifdebatte zu tun. Naja, eure Kernaussage ist halt, ne, es dürfte keinen großen Content geben, der sich um den Rollkäfer dreht, weil die Episode nicht jedem zur Verfügung steht. Und das stimmt halt einfach nicht, weil jeder. Nee, das habe ich nie gesagt. Nein, aber das ist das, worauf Sky ein bisschen hinaus wollte. Nee, das ist ja das Gleiche. Du kannst halt in der neuen Karte irgendwas mit Kleiden machen, wenn keiner HOT hat. Das meinte ich damit. Du limitierst dich ja auch immer selber, weil du bestimmte Kernmechaniken einfach nicht den Spieler dann gibst. Hätten sie Kleiden für jeden gegeben, der POF zum Beispiel mit hat, dann wäre das Problem schon mal weg gewesen. Dann hättest du die POF-Karten mit Kleiden und Sprungpilzen, die du da wahrscheinlich als Kaktus oder was benutzt hättest, was weiß ich, hättest du erweitern können. Du hättest also ja, das Problem mit den Mounts aufbauen können. Wenn du frühere Episoden nicht, wenn du frühere Add-ons nicht hast oder sowas. Andere Spiele geben dir nicht mal die Chance, überhaupt zu spielen ohne frühere Add-ons. Ich sage ja nicht, dass das okay ist. Ich bin auch kein Fan davon, was WoW jetzt zum Beispiel wieder macht, dass sie wieder das komplette Artefaktsystem über den Haufen schmeißen mit den Waffen hin und her und dass sie einfach bestimmte Sachen nicht mehr im Spiel erreichbar machen lassen und einfach rausnehmen. Ich bin allgemein kein Fan von sowas, weil das ist Wegwerf-Content hatten wir in Season 1 und das ist Blödsinn. Ich bin halt nur kein Fan von dem, ich lies mir jetzt auf jeder Karte einen Pity, weil warum will ich dann überhaupt einen Pity? Ja, ich glaube auch, die Diskussion geht ein bisschen zu weit hier einfach. Also ich wollte ja nicht, was du gesagt hast, Mascal, ich sage, stimmt ja auch alles. Und das kostet ja auch nicht so viel, wenn du es nachholen sollst. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, dass du halt keine tiefgründenden, komplexen Mechaniken in die Karten einbauen kannst, die genau einen Rollkäfer brauchen. Das ist halt anders, weil die Leute dann, also du hast endlich mal einen logischen Grund, warum Leute sich Episoden nachträglich kaufen. Naja, du kannst ja immer noch sagen, du hast jetzt einen Monat gehabt, um dein Fahrzeug zu testen. Ich gehe jetzt mal wieder weg als Lisa. Also der kann das ja ist aber, also glaube so ich, mehr Aufwand, ja als sie sich machen werden. So das, also Gefühl, ja. Wenn die Elisa jede Woche umsetzen, dann können sie auch eine Figur einfach rausnehmen.
Und ich meine, das per se das Programm, ja. Ah, ich verstehe, ja. Ah, diese Frau macht mich fertig. Also nicht eher dich, aber. Ja. Wobei eigentlich eher Leute, die das in Vertretung machen müssen, wenn ich nicht kann, aber. Egal. Also, worauf ich hinaus will, dieses Prinzip, ne, hallo, du hast ja ein Mount, du gibst mir ein Gold dafür, fahr damit eine Runde, ne? Ist ja schon da, vom Programm an sich. Und ja, das dann stimmt. Einmal reinzupacken und wieder rauszunehmen, ist kein Aufwand. Wenn wir dann halt sagen, so, hallo, ich bin jetzt einen Monat da, ne, und danach hast du halt die Zeit gehabt, um das Ding zu testen auf dieser einen Karte, weil wenn du die Karte wechselst, ist das Ding ja auch wieder weg. Ja, okay. Ja, das seh ich ein. So. Die haben aber was angekündigt, was Geis Argument wahrscheinlich fürchterlich zerschlagen wird. Nicht zu viel Content rund um den Rollkäfer. Levertain, ich sag ja gerade, mein absoluter Liebling bei diesem AMA, neben Jessica gewesen, hat gesagt, es wäre doch ziemlich cool, Rollkäferrennen in Zentral-Thyria zu haben. Er sagt auch, er oder sie, ich weiß es tatsächlich nicht, es könnte noch was dabei schiefgehen, was die Rennen eventuell verhindert und es dauert, bis sowas kommt. Aber, Zitat, it is very much on the table. So, wenn die das irgendwie als Sommer-Event machen, das wäre so klug. Ja, das heißt, es könnte sein, dass irgendwann mal Rollkäferrennen tatsächlich dann irgendwo auf alten Zentral-Thyria-Karten ins Spiel gebracht werden. Da hätten wir dann die Situation wie Weihnachten, ne, wo du dann wirklich einen NPC hinstellst, jeder kann damit dann mal über die alten Karten rollen. Ja. Das wäre sicherlich eine schöne Sache. Und da machst du noch eine schöne Sammlung draus, dass du alle Rennen machst, dann vielleicht das Ganze mit, vielleicht abenteuermäßig mit Gold, mit Silber, Bronze Belohnung und so weiter, dass du vielleicht nur bei Silber das bekommst oder hin und her. Und dann hast du Content, Current Events, here I come. Ja. Und dann noch ein Mount Rollkäfer Skin, der nur vielleicht eine andere Farbe hat, so ein bisschen was Leichtes, wo du nicht mal ein großes Design machen müssen, einfach nur vielleicht, dass er halt da irgendwie ein tolles Skelettmuster oder irgendwas so da drauf hätte. Die Leute wären so happy. Ich sag's dir, die wären so happy. Wooden Potatoes wird's abfeiern. Jeder Content Creator wird's abfeiern. Die großen Kritiker würden sagen, GG Arena nicht. Wow. Kommt nicht, aber man kann noch träumen. Ja, ich träume auch noch, ne, von Aktivitäten in meiner PvP-Arena. Ja. Gut, es gab ein paar Aussagen zur lebendigen Welt. Zum einen, dass sie noch überlegen, wie sie das Meta-Event Gandara ein bisschen schöner machen. Es gibt dabei aber noch keine konkreten Informationen von Mike Z. Er hat auch erklärt, warum man Gandara nicht vollständig sehen kann. Nämlich, es hätte unglaublich viel Zeit gekostet, die Festung zu designen und umzusetzen. Und er hat auch selber gesagt, wenn Spieler aus der Karte ausbrechen, dann sieht man das halt, ne? Es ist nicht detailliert. Im Prinzip hat Gandara eine Wand außen, die sieht schick aus. Innen drin ist das Ganze ziemlich leer. Da fehlt dann also tatsächlich Zeit für eine detaillierte Festung. Ja, ist halt die Frage, warum bringt man dann sowas wie Gandara rein? Weil es storytechnisch irgendwie da reinpasste. Hätte man es auch machen können, dass man die Karte vorne dran irgendwie, dass man eine kleine Mini-Festung vorne hätte, so wie es ähnlich jetzt ist, und dass man im Hintergrund eher so, weißt du, auf dem Meer draußen, wo du nicht hinkommst, so ein bisschen so eine Silhouette von Gandara mit irgendwie so einer Richtung. Aber warum solltest du Pavajoko in, ja, nicht Gandara töten? Warum solltest du ihm, da sind wir dann so ein bisschen bei dem Thema Story auch schon, warum sollte der in irgendeiner kleinen Stadt auf dich warten? Er wartet natürlich in seiner großen Festung auf dich. Und demnach musst du die Festung halt irgendwie mit rein. Gut, aber das wäre ja kein Problem gewesen. Du hättest dann, nachdem du den Kampf gemacht hättest, wärst dann auf den See per Aurin rübergeflogen oder per Schiff dann mit deinem Luftschiff und so weiter Richtung Gandara sozusagen in den Zwischensequenzen. Aber glaubst du nicht, dass die Leute sich da nicht genauso beschwert hätten? Ja, natürlich hätten sie sich beschwert, aber ihr hätte wahrscheinlich im Hintergrund mit so einer richtig coolen Skyline wahrscheinlich cooler aussehen, mehr Badass irgendwie, wenn du doch im Vordergrund so ein paar Schiffe sind, die Kanonen schießen und so, als vielleicht das, was wir jetzt so haben. Verstehst du, so ein bisschen dieses epische Gefühl, wenn die Leute sich so Größe wünschen halt einfach. Da bietet sich halt dann an, mit solchen Tricks zu arbeiten. Ja, hey, ja, es wirkt halt klein, Gandara wirkt klein, wenn du vorbeigehst. Allgemein wirkt doch Connor ein bisschen klein, oder? So für dich als GW1. Nee, also als GW1-Spieler ist das immer noch riesig. Geht was, okay, gut. 1-Karten waren alle viel, viel kleiner. Dem, war epischer, als wir da hingegangen sind, fandest du, ne? Wir sind noch damals mit dem Schiff unten angekommen, genau, durchgerannt, die ganzen Mobs gepult, genau, gestorben. Du konntest da aber auch sonst nicht rein, außer in dieser Mission. Das heißt, auch nur der Teil, der für die Mission betretbar war, war damals designed.
Das haben sie schon in Guild Wars 1 gemacht, diesen Gandara-Fake-Trick. Ja, das möchte ich kurz anmerken. Aber war doch in Ordnung gewesen, oder? Du hättest zwar nicht erkunden können, so in dem Fall, aber ich meine, das Meta-Event, was da drin stattfindet, ich habe es am Wochenende gemacht, ist ja jetzt nicht Skill von allen. So. Du bist da vorne ein bisschen hier mit dem Nicht-Gandara-Sandboden-Zeug und. Oh, das tut so weh, ne? Das tut so weh. Das kriegst du wieder. Ich war ganz fest davon überzeugt, dass das nicht Gandara ist. Ich krieg die Bäume mit diesen komischen leuchtenden Dingern ständig hier als Jorah-Statue verkaufen und du kriegst einen Sandboden. Sind wir quitt, oder? Wir sind quitt, ja. Ich sehe gerade, wie du lachst. Ja, wo wir auch quitt sind, das war halt der Teil, der mit Jessica in dem AMA wirklich sehr, sehr interessant war. Sie hat uns ein paar Informationen gegeben, wie das Design rund um die Geschichte mit Joko verlaufen ist. Nämlich, und ich glaube, da haben wir auch schon im Story-Podcast ja drüber spekuliert, darum machen wir das jetzt nicht mehr. Sie hat nämlich gesagt, dass Pallava weg musste, weil es noch einen größeren oder weil es noch einen Hauptendgegner in dieser Episode geben wird, einen Hauptgegner. Und der ist tatsächlich nicht Pallava Joko. Kann ich euch nur den Lore-Podcast nochmal von letzter Woche empfehlen? Schön, ja. Da haben wir uns gegenseitig zerfetzt und fast selbst schon Untote zu erwarten gemacht. Kati nicht gewesen wäre unser Paragon. unter Sperrmarschall. Wie gesagt, da gab es halt ein bisschen Input, ne? Sie hat halt auch gesagt, beim Ausscheiden von Joko war wichtig, dass dem Kommandeur mitgeteilt wird, dass er trotz seiner guten Absichten schlimme Dinge gemacht hat. Und Joko war halt der richtige Charakter, um das zu tun. Das Storytelling wird aber dadurch deutlich uninteressanter, wenn man jemanden halt an den Stuhl bindet und die Antworten aus ihm rausprügelt und damit dann alle Plots aufgelöst werden. Deshalb wollten sie halt einen epischen Kampf zwischen uns. Die Herausforderung da warst war, du jetzt gerade weg. Joko für den Chat nicht, aber für euch wahrscheinlich TS, ne? Mhm. Also sie war halt, dass Joko uns zum Nachdenken bringt, ohne dass er uns alle Fragen der gesamten Geschichte beantwortet. Das hat man halt versucht, über diesen Kampf zu lösen. Gleichzeitig war es den Entwicklern wichtig zu zeigen, dass Aurene sich weiterentwickelt, dass sie kein süßes Haustier ist, sondern ein Drache. Und ihre Lösung war dann halt, Aurene frisst Joko. Das muss so ein bisschen zu den Insights, warum diese Geschichte gewählt wurde. Finde ich halt auch nachvollziehbar. War auch interessant, als sie gesagt hatte, sie weiß nicht, warum man Joko gewählt hat. Weil ursprünglich war der ja nicht geplant. Also für Path of Fire war er geplant. Also dieses Worldbuilding, was wir davon haben, mit ihm, mit Barbie und so weiter, das ganze Ding. Kurzer Cameo-Auftritt in der Unterwelt ja auch. Oder war das gut, auch da schon? Da wurde er wahrscheinlich schon eingebaut deswegen. Aber nee, das war ja noch in POS. Ja, stimmt, hast recht. Genau. Aber dass er jetzt in der Season als Feind auftritt, das war anscheinend so eine kurzfristige Entscheidung. Wahrscheinlich wieder um die GW1-Fan ein bisschen. Das könnte durchaus sein. Jetzt haben alle nach Joko geschrien, nachdem man mal kurz seinen Auftritt gesehen hat. Dass daraufhin, weil an der lebendigen Welt saßen sie logischerweise schon vor dem POF-Release an der Entwicklung und haben dann anscheinend nach POF nochmal Dinge umgeworfen, um halt Joko in die Geschichte zu schreiben. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil überleg mal, wenn die schon gewusst, die haben ja schon dran gearbeitet, die haben ja angefangen mit der Karte, nachdem Science Landing, Zauberländle fertig war. Vorher sogar noch, weil es gab ja drei lebendige Weltgruppen, genau. Das heißt, eigentlich müssten sie angefangen haben, zumindest mit der groben Planung der lebendigen Welt Staffel 4 oder der ersten Episode davon. 6 bis 9 Monate im Voraus. Ja, also logischerweise. Nachdem Kaudekus fertig war, oder? Nicht. Kaudekus war noch Zaubersängerlände. Der Patch danach, Krisenherd, ne? Draconis Mons. Es sind aber 3 Teams gewesen, das muss man überlegen. Bitterfrosch war das Zauberlände. Stimmt, du hast recht, Kaudekus. Stimmt, Kaudekus ist das erste. Ja, dann kam Dekus muss Nummer 1 gewesen sein. Genau, Team 2. Waren die letzten 5 und 6 waren das. Das heißt, ja irgendwann nach Kaudekus und vor Zaubersängerlände haben sie angefangen. Überleg mal, wie lange das her ist, ne? Das ist über ein Jahr her. Ja, genau, das ist es ja gerade. Da hatten sie schon gewusst, was sie eigentlich machen in den ganzen Episoden. Musst du ja auch. Ja, ja, aber jetzt klar, überleg mal. Trotzdem haben sie Joko aufgebaut. Das heißt also, ob die Skarabäenflagge da schon wirklich so wichtig war. Und ich meine, die Karten hatten sie schon gemacht. Das heißt, Istan war schon designt oder mittendrin.
Und das mit den Asura. Gut, das mit den Asura ist ja gut. Das ist so ein bisschen Standalone, würde ich fast schon sagen. Also, bis auf das, was Joko am Ende aufgetaucht ist, war da ja jetzt nicht so viel Joko. Das ging ja mehr um die Asura-Inquestur und halt dann die Plage an sich. Da stellt sich halt die Frage, wer hat die Skarabäenplage gemacht? Vielleicht war da jemand anders im Hintergrund, statt jetzt zum Beispiel Joko an sich, und die hatten halt das auf ihn dann gemünzt. Weil ich glaube, die Skarabäenseuche haben sie spontan eingeführt. Ich glaube, sie haben über die Skarabäenseuche probiert, den Plot von Joko zu spannen. Was wiederum gut war, was wäre denn schon Plot gewesen? Was hättest du in der zweiten Karte machen können, ja, Kati? Nee, erste Karte müsste das ja sein, weil ich glaube, die zweite könnten sie dann schon. Weil die zweite. Zweite war die sandgepeitschte Insel. Primus, gut, das hätte vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise funktionieren können ohne Joko. Dass du eine andere Geschichte rund um die Inquisitur spannst. Aber die erste Karte, wie passt die Domäne Istan in die Geschichte rein? Weil die muss ja auf jeden Fall schon existiert haben, bevor. Das war die Überleitung vom POF-Content, in den der jetzt kommt. Und wenn du das so siehst, dann sind das ja eigentlich Fragmente. Anfang, die man sehr gut solitär betrachten kann, und die kannst du relativ schnell nochmal wieder anders zusammenstecken. Also du hast halt dieses Motiv der forschenden Asura, was ja eigentlich ein sehr dankbares Motiv ist, weil die kannst du im Prinzip überall hinlaufen lassen. Also die hätten theoretisch auch alle. Also ich glaube tatsächlich, Pete, also es ist ja auch klar, dass Petey von Anfang an geplant war. Also der Rollkäfer an sich. Das steht ja schon länger klar, das wurde ja auch schon gesagt. Und dadurch, dass man halt diese Asura hat, es hätte ja auch zum Beispiel sein können, dass sie das eigentlich so einführen wollten, dass Petey ein misslungenes Inquisitur-Projekt ist, halt in Form des der Käfertransformer-Mutation oder so. Und da hätte dann auch irgendwie die Skarabäenseuche mit rein. Also es sind ja alles so Motive, die kann man, die lassen sich sehr, sehr gut miteinander kombinieren und auch plausibel kombinieren. Alleine, weil dieser Aspekt der Forschung und Wissenschaft da drin ist, und Joko hat einfach diesen generellen Vorteil, dass er zu der Zeit präsent war. Joko ist halt einfach total mit der Wüste, mit der Kristallwüste verwoben. So, und alles, was da drin passiert, passt irgendwie latent auf Joko. Und ich glaube, das war auch der einzige Grund, weshalb die dann nachher gesagt haben, ja gut, dann nehmen wir halt Joko mit rein, weil es ist trotzdem plausibel. Es macht Sinn, was du sagst. Die hatten wahrscheinlich wirklich die Skarabäenseuche an sich als Motto da drin, weil die Asura haben ja drin geforscht wie hieß es wieder, da die alte Stadt Faranur. Mhm. In Faranur, da ging es ja um die Asura. Da hättest du auch ganz normal gegen die Inquisitur kämpfen können und nicht halt die Awakenen zum Beispiel, so in Richtung. Du hättest vielleicht gegen Zombie Asura gekämpft, die von der Seuche heimgesucht worden wären. Sowas in der Richtung vielleicht. Passt da natürlich auch, dass sie wahrscheinlich Chochari aktivieren wollten und so ein Zeug. Ja, das passt da tatsächlich. Dann passt dann zu Kalkatorik zum Beispiel sehr gut. Kalkatorik und Soja, die zwei haben noch eine Rechnung. Ja, offen. Eben genau darum geht's. Aber warte mal, lass uns das nochmal ganz kurz nach hinten schieben. Da hätte ich noch was dazu zu sagen. Aber ja gut, und Nummer zwei war halt natürlich, wir gehen zum Hauptsitz, wo sie halt die Skarabäenseuche gemacht haben. Gorisch und Blick, die waren ja auch noch nicht so groß geplant. Nur denen hat es so gut gefallen, dass sie halt die Charaktere ab sofort weiter nutzen. Vielleicht wären die sogar Bösewichte gewesen in der zweiten Episode, so nach dem Motto, Skorik derjenige ist, der das Ganze mitgeplant hätte vielleicht. Es gab ja auch diesen Asura Commander zum Beispiel, in Rata Primus, der nie vorkam, nur durch die Hologramme. Das hätte man auch noch als Bosskampf machen können, sowas in der Richtung vielleicht. Es hätte es hingegeben. Und dann wäre wahrscheinlich dann Corner und so weiter wieder eine Inquisitur-Sachen gewesen. Wobei ich auch sagen muss, es wäre relativ langweilig, oder? Schon wieder Inquisitur, das ist halt wieder so Filler-Content mit Living World irgendwie. So wieder weiße Mandel, man hat halt so eine Nebengruppe, die man wieder mal. Schon wieder Inquisitur ist ja auf Dauer irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die langsam ziemlich nervig. Naja gut, ich meine, das ist so wie Wespen und Mücken im Sommer, ne? Die kriegst du halt, okay. Ja, ist ja so, die wirst du nicht los. Ne? Das ist so ein lästiges Übel irgendwie, aber das ist halt auch, das ist eine schöne Karte, die man in der Hinterhand hat, nicht Joko. Da bin ich doch froh, dass sie ihn aufgebaut haben, ehrlich gesagt. die hatten ja auch gesagt, dass Joko in der ersten Episode grundsätzlich nicht, der war ja nicht geplant, und sie wussten nicht, was sie mit Joko anfangen sollen. Das heißt,
Wir hatten ja nur diese Lone ID da war und wir hatten ja darum spekuliert, oh, hat der jetzt was damit zu tun? Ist der vielleicht auch nur wieder von jemand, hat jemand sich als Joko getan und so weiter. Wenn man das jetzt mit dem Wissen sich das Ganze betrachtet, geht's echt anscheinend nur um diese Asura. Boah, langweilig. Jetzt wird auch Zeit für eine Asura-Expansion. Vielleicht sind wir dann in Inquisitur für immer los. Ach, ich finde die allgemein hin zu viel. Ich bin Asura-Fan, wirklich, aber wenn du halt für jedes Problem Asura hast, ist das genauso langweilig. Aber das Problem der Geschichte, darüber haben wir letzte Woche schon recht ausführlich gesprochen. Ich erinnere mich gerade an Kati-Zitate auch in dem Zusammenhang. Ja. eins noch, weil wir haben zwar kein Story-Ding mehr, aber ich will einfach nur mal kurz sagen, wegen dem Kralkatorik-Zeug. Ich gucke in letzter Zeit jetzt wieder seit dieser Jessica-Preis-Sache war ein bisschen Wooden Potatoes halt auch an und er macht jetzt gerade den Walkthrough. Und egal, was man von dem hält, wenn er da die Story in das ganze Zeug macht, ist halt immer, ich finde, es ist immer sehenswert. Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Und da ging es dann um die Diskussion mit dem Chat so ein bisschen, wo die Story sich hinentwickeln kann. Und da war zum Beispiel so eine These, die fand ich ganz interessant, dass Blish vielleicht so eine Art Plot-Device sein könnte. Die Tatsache, dass du jemand, also den Geist von jemand in einen Golem reinbringen kannst. Und welches Asura-Genie kennen wir denn? Im Zusammenhang mit Kralkatorik, der in einem Golem war. Ja, Alex, Snuff hören, ja. Es ist zum Beispiel die Idee, dass das Snuff vielleicht in Kralkatorik noch lebt oder dass wir was damit zu tun haben, dass das sozusagen schon ein bisschen Foreshadowing ist. Oh Gott. Ja, dazu spricht allerdings auch, dass sie Choja für die zweite Episode geplant hatten. Mhm. Sollte eigentlich auftauchen. Aber sie wollten ja das so heißt, wir können eigentlich aber schon relativ sicher davon ausgehen, dass sie in dieser Episode, in dieser Season, zumindest nach unseren jetzigen Vermutungen, in dieser Season noch einen Auftritt kriegen wird. Es würde unglaublich gut passen, wenn es gegen Kralkatorik gehen würde, weil dann wären auch wieder Destiny's Edge nochmal da. Das wäre eine gute Möglichkeit. Bram könnte dann nochmal was für seine Mutter machen. Ja, ich weiß. Erwähne ich seinen Namen. Und wenn halt Snuff, ich meine, wir haben ja den Golem von Snuff in Glinslayer in POF gefunden. Nur den hat ja keiner repariert oder sonst was gemacht. Ich meine, der Leichnam von ihm war weg, aber das heißt ja nicht, dass sein Geist nicht noch existieren könnte. Er hat ja mit diesen, das war ja im Buch, Spoiler hier, er hat ja im Buch er hat ja im Golem erschaffen, indem er diesen ganzen Kristallstaub verwendet hat. Der Kristallstaub, das ganze Zeug bei Glinslayer, hat er benutzt, um Kralkatorik damit, was war es, zu ummanteln oder so in der Richtung und dadurch konnte er in den Geist von Kralkatorik eingehen und ihn kontrollieren. Und das könnte vielleicht noch so ein Storypunkt sein, ganz am Anfang von dem Buch halt einfach noch. Dass vielleicht ein Teil von Snuff noch in Kralkatorik ist. Und dass man das vielleicht verwenden könnte, ja, es ist halt ein cheesy Storytelling, aber das wäre halt eine Möglichkeit, den Drachen ruhig zu stellen oder vielleicht sogar den Drachen auf unsere Seite zu bringen. Das sind halt so Möglichkeiten, die du machen könntest. Wir hatten auch diesen Drachen, diesen Speer, den wir kaputt gemacht haben, der einen Altdrachen sofort töten kann. Vielleicht wird damit noch mal was gemacht, dass wir vielleicht einen neuen erschaffen oder so in der Richtung. Da bitte nicht. Ja, aber das sind so Dinge. Natürlich ist das alles nur Spekulation, kann Schwachsinn sein. Aber das, ich weiß nicht, ich finde es spannend, weil man muss es nicht so cheesy machen hier. Aber wenn dadurch könnte man halt endlich Destiny's Edge die Story komplett zu den Akten legen. Man könnte endlich da, weil das war ja die Hauptstory von Tag des Drachen. Und wenn man da auf Bezug auf das Buch nimmt, das im Prinzip die ganze Personal Story ja mit beeinflusst hat, oder die Dungeon Story auch. Und Klinge des Schicksals, dann weiß nicht, ich fände es irgendwie toll, wenn wir das am Ende von der Staffel halt abschließen können einfach. Hätte was. Das kommt ganz anders. Ja, aber das war abgedriftet bin. Der kurze Exkurs, wie könnte die Story weitergehen mit Sky? Wie könnte die Raid und Fraktal-Story weitergehen? Dazu habe ich noch eine Kleinigkeit, dann sind wir nämlich mit dem AMA eigentlich schon so gut wie durch. Und zwar der dritte. Ach nee, warte mal. Erstmal aktuell, also viele warten ja auf einen neuen Raid. Der neue Raid ist in Arbeit. Es gibt keinen konkreten Termin, wann der neue Raid-Flügel erscheint. Aber er ist so gut wie fertig, hat Jason gesagt. Aktuell warten wir auf die letzten Entwicklungsstufen, wie zum Beispiel Voice-Over. Das klingt für mich schon mechanisch sehr, sehr abgeschlossen. Definitiv, ja. Das war ja auch die Aussage derjenige, der, ach, wie hieß er denn nochmal, der jetzt Anfang des Monats gewechselt hat von Arena Network. Der war ja auch mit einem der Bosse zugange und es wurde halt auch klar kommuniziert, dass er seine Arbeit abgeschlossen hat. Das heißt, dieser Boss war zu dem Zeitpunkt schon
vollumfänglich fertig. Vielleicht du das nicht gerade mit dem einen, der die Mounts gemacht hat? Genau. Das nein, nein. Müsste aber derselbe nicht. Es kann sein, dass Person, es derselbe ist, aber... Zeit gegangen ist. Ach. Gott, wie hieß er denn? Du weißt, wen ich meine, ne? Ja, aber ich kann sein... Rötliches Haarbrille. Ich glaube, der macht aber nur die Mounts. Der hat doch nichts mit dem Raid-Boss zu tun. Roy. Roy, Chronicle. Ja. Roy war das. Ja, genau. Ja. Also sein Bereich geht übrigens ziemlich weit. Ja. Er hat den Wiedergänger gemacht, er hat Reittiere gemacht, er war an einer Karte beteiligt, also er ist durch fast alle Bereiche gerutscht. Also wie Ben im Prinzip. Welcher? Derjenige, der alles in Fraktale macht. Der, ja, ja, der anscheinend eine Lösung für ein Mädchen für alles ist. Genau, das ist der, Ben B. Nee, doch B. Nee. Der, bei beim Fraktal jetzt dabei war es Arnold. Eigentlich schon das A. Das ist Ben A. Dann gibt es noch Ben B, dann gibt es noch Ben P und Ben G. Wobei ich Ben G nicht kenne. Ben A, Ben P, B und Ben P kenne ich aber alle. Also zumindest habe ich dazu Gesichter. Ja. Jason hat uns ebenfalls noch verraten, dass es auch hier kein exaktes Datum geben wird. Aber der dritte Raid Wing in dieser Season ist bereits in der frühen Entwicklung. Da wird schon direkt dran gearbeitet. Und er hat uns so ein klein bisschen darüber aufgeklärt, dass es schon seit knapp einem Jahr so ist, dass das Raid und das Fraktal-Team gemeinsam als ein Team arbeiten, aber eben an unterschiedlichen Projekten. Ihr Ziel ist es, also der nächste Raid-Release wird auf jeden Fall vor dem nächsten Fraktal-Release kommen. Einige Leute haben dann in diese Aussage, weil er später auch noch mal sagte, dass es das Ziel ist, oder dass es eines der Ziele war und vielleicht auch noch ist, die Raids und Fraktale abwechselnd mit der lebendigen Welt zu bringen, beziehungsweise in die lebendige Welt zu integrieren, dass der Raid eventuell erst mit der nächsten Episode kommt. Also das erwarten zumindest jetzt viele. Ich bin schon fast ein bisschen so vom Bauchgefühl dahingehend unterwegs, dass das jetzt irgendwie zwischendurch passieren wird, weil halt einfach vorgezogene Patchnotes, wo dann dieser Rahmen eingeführt wurde, ne, für einen Effekt pro Gegner, pro Boss, der sollte ja eigentlich im nächsten Monat kommen. Das haben sie gesagt, ja. So, und weiß ich nicht, so einen großen Raid-Patch, also ich kann mir vorstellen, dass das quasi wie so eine Art Vorpatch eigentlich gedacht war, um dann als nächstes den Raid reinzubringen. Es wäre für mich eine ganz sinnvolle Sache, dass sie das dann wieder genauso wie damals das jetzige 100er mit einem kleinen Trailer reinbringen. Also, dass der Patch kommt, dann kommt der Trailer und dann kommt, also dieser Vorpatch. Was? Und dann kommt... Her kamen alle Fraktale immer mit einer lebendigen Welt. Gleichzeitig. Das Observatorium aber nicht. Doch. Auch? Ja, das Shadow Observatory kam zusammen mit Zaubersängerlände. War doch das Triple Release, oder? Nee, der Triple Release war jetzt letztens das Oasenfraktal. Nein, und ich glaube, da Zauberlady Zaphor in Staffel 3, da, was war das? Das war das Triple Release. Als Bastion kam, als das ein Fraktal kam. Ja, es ist ja noch viel länger her schon. Die Bastion der Bußfertigen. Die war Anfang 2017. Das war der Patch vor Caudecus. War der Triple Release. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, die sollten den Patch einen Monat, also den Raid in spätestens einen Monat bringen. Ich glaube wirklich, dass sie den Plan haben, dass das ihr Ziel ist, immer abwechselnd Fraktal in die eine Episode, Raid in die andere, Fraktal in die eine, Raid in die andere. Und dass sie sich das selber verbaut haben, damit, dass sie den Doppel-Release hatten. Fraktal und Raid gleichzeitig in einem Patch. Wenn du mich fragst, würde tatsächlich den Raid antizyklisch zu den würde ich auch Episoden rausbringen, einfach weil das so viel Crash-Potenzial bietet, ne? Weil die jetzt halt einfach nach und nach anfangen, im Hintergrund die ganze Engine umzubauen. Das hat man ja mitbekommen, als die SAB reinkam. Da musste ja auch viel nachwirkend wieder umgearbeitet werden, damit ja, aber die seine trotzdem Aussage noch läuft. Klingt und halt nicht danach.
Seine Aussage er hat ja nicht gesagt, halt, wir bringen our schedule zusammen. Is currently integrated with the Living World Releases. Also, unsere Veröffentlichungen sind aktuell integriert in die lebendige Welt. Wenn das so gesagt wird, klingt das halt schon danach, dass sie das erst mit der lebendigen Welt veröffentlichen. Daran hat sich ja Roka so sehr aufgehangen und sich auch extrem darüber aufgeregt. Gut, jetzt ist die Frage, ne, lebendige Welt, wie viel zählen dann da auch diese Current Events damit zu rein? Wenn das auch noch in diesen Zyklus, weil der läuft, das ist ja auch immer dazwischen. Das ist dazwischen, ja. Ja. Kann natürlich sein, dass der Raid mit einem riesigen Knall und einer dazugehörigen Nebengeschichte in der offenen Welt dann kommt. So wie halt das Fraktal irgendwann mal mit Anomalien kam. Und wenn es thementechnisch halt zu dem passt, was jetzt halt in der aktuellen Episode passiert ist, dann kann man das ja auch versetzt reinbringen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sie, klingt halt für mich so, wirklich ursprünglich mal den Plan hatten, Episode 1 Fraktal, Episode 2 Raid, Episode 3 Fraktal, Episode 4 Raid und so weiter. Und dass sie den Doom ideal Raid, gewesen, ohne Scheiß. Ja, dass sie den Doom Raid aber in den Triple Release geschoben haben, weil sie gemerkt haben, dass die Raid-Community steil geht. Dass sie dann gesagt haben, okay, wir hatten Doom eigentlich erst für die zweite Episode geplant, den Flügel, ziehen ihn jetzt aber in die erste Episode rein, weil wir Druck von außen haben, weil die Leute uns langsam an die Decke gehen. Weil sonst wäre halt der Verlauf vielleicht wirklich, ne, ungerade Episoden Fraktal, gerade Episoden Raid gewesen. Das könnte ich mir vorstellen. Na gut, das heißt also, der Raid theoretisch gesehen müsste in 3 Monaten dann kommen. Also spätestens mit der nächsten lebendigen Welt wird der Raid kommen. Ich hoffe früher. Dann wird es aber keinen weiteren Raid mehr in dem Jahr geben. Dann haben wir nur 2 Raids gehabt. Dann wäre denn Episode 6 ansonsten. Also der nächste, ja gut, Episode 4 käme jetzt, sagen wir mal, sie bleiben in dem Schedule von 3 Monaten, wäre dann. Ich würde sagen, an Ende September, Anfang Oktober kommen die nächste und dann zu Weihnachten bringen sie keine Episode. Ach, im Januar auch sonst, noch nicht gleich. Wenn die das dazwischen rausbringen, hätten sie auch noch ein kleines Schmankerl für die Gamescom. Ach, Kadi, hör auf zu träumen. Wieso, auf der Pack sind sie ja. Mit einem Greif. Food. Nee. Truck. Jetzt bei der, bei jetzt ach so, San Diego. Nee, ja, genau. Ja. Comic-Con. Da sind ja sie mit Food Truck und mit Greif. Das weiß, weil ich bringe sie den Greifer zu Gamescom. Ja, das hoffe ich doch. Davon gehe ich aus. Ramon, ich will da drauf sitzen. Ich will ein Foto mit dem. Hätten die letzte Woche ich will das. Und danach könnt ihr den Greifen desinfizieren. Dankeschön. So, Alex muss ja den ganzen Tag oben drauf von ihm Chilvari-Kostüm. Es gab dann von Ben Arnold nämlich dann tatsächlich noch eine kleine Diskussion über das Thema Challenge Modes und überhaupt, wie die Fraktalentwicklung aussieht. Punkt Nummer 1, es wird aktuell schon im nächsten Fraktal gearbeitet. Es wird auch daran gearbeitet, die Instabilitäten zu überarbeiten und Reworks für zukünftige, für bereits vorhandene Fraktale zu bringen. Herausforderungsmodi sind nicht für alle, sondern nur für bestimmte Fraktale geplant. Die zerschießen sich sonst den Ad Infinitum, da bin ich fest von überzeugt. Der spannende Punkt war, er hat dann halt noch Statistik nachgelegt, wie sehr der Challenge-Mode tatsächlich genutzt wird. Und zwar von all den Leuten, die das T4-Fraktale, die beiden T4-Fraktale besuchen, also wirklich nur T4, T3, T2, T1-Versionen ausgeklammert, von all den Leuten machen nur 10-15% der Spieler den Challenge-Mode und 85-90% machen trotzdem nur regulär das T4-Fraktal. Das heißt, der Challenge-Mode wird dann, wenn du das raufrechnest auf alle Fraktalgänger, da sind noch genügend Leute, die die T4-Stufen nicht mehr erreicht haben, wird die Zahl also echt extrem gering sein von den Leuten, die wirklich den Challenge-Mode spielen. Das ist halt nur wieder Content für einige Prozent. Nicht, dass das heißen soll, dass Challenge-Modes oder Herausforderungsmodi nicht gut sind, aber er hat uns halt mal so einen kleinen Einblick in die tatsächlichen Zahlen gegeben. Mein Lieblingssatz von Ben war tatsächlich, ihr Ziel ist es, 25 unterschiedliche Fraktale rauszubringen. So, ne, dass man in jeder Tierversion jedes Fraktal einmal hat. Und dann was wissen wir danach noch nicht, was machen, wir da machen. Richtig, wissen wir noch nicht. Ja, weiter ist aktuell noch nicht geplant. In dem Zyklus, in dem sie jetzt dabei sind, brauchen sie, was hat da einer geschrieben, irgendwie 4,5 Jahre. Und in 4,5 Jahren, nee, schon gar nicht innen, was steht hier? 2,5 Jahren habt ihr die restlichen 6 Fraktale released.
Ich hoffe, bis dahin habt ihr herausgefunden, was ihr machen möchtet. War die Aussage. Das ist schon... Die sind echt also unterbesetzt, habe ich das Gefühl. Ja? Wenn eine Person, wenn jetzt, ich weiß nicht, da hocken zu wenig Leute an so einem Content dran. Die hocken alle schon an Guild Wars 3 und dem nächsten Addon. Würde mich nicht überraschen. Ich glaube nicht, dass das, wenn dann Guild Wars 3 heißen wird. Ich glaube es auch nicht. Kann mir gut vorstellen. Darüber dass haben wir auch letzte Woche schon diskutiert. Schaut in den Story-Podcast, ihr Lieben. Letzter Punkt, PvP. Es wird intern aktuell über eine Bearbeitung von Stronghold diskutiert. Es gibt aber aktuell keine Pläne und auch keine hohe Priorität. Im Hintergrund wird an mehreren Karten gearbeitet. Eine Wüsteneroberungskarte, die größtenteils fertig ist und auf der schon Playtests stattfinden. Mit einer, nach eigener Aussage, sehr komplexen sekundären Mechanik, also sekundäre Mechaniken auf jeder Karte, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Skyhammer, der Hammer des Himmels, der niederschlägt. Wir haben die Waldkreaturen auf Nüffelhell, wir haben den Lord auf Fallfire, wir haben die Buffs bei Temple of the Silent Storm. Da gibt es also eine komplexe sekundäre Mechanik. Zusätzlich gibt es zwei kleine Arena-Karten, in denen sich geprügelt werden soll, also tatsächlich so eine Deathmatch-Arena. Und eine große Karte, die nur in selbst erstellten Arenen rauskommen soll, die dann für 10 gegen 10 Spieler ausgelegt ist. Auch da Deathmatch, das soll jetzt so ein bisschen, hatten wir ja schon mal eine Diskussion drüber, die GVGler beruhigen. Zudem soll es angepasste Skins für die legendäre PvP-Rüstung geben. Aktuell ist es derselbe Skin wie in der aufgestiegenen Version, nur halt, dass sie legendär ist. Diese soll aber niemals so spektakulär werden wie die aus dem PvE. Das hat der andere Ben, nämlich Ben P, an dieser Stelle nochmal betont. Volukam. Ja, aussprechen kann ich es auch nicht. Ja, Forenchat, einen Großteil vom Forenchat haben wir tatsächlich auch schon mit einfließen lassen. Sky hat vorhin schon gesagt, dass Soldier mal in einem früheren Konzept der zweiten Episode vorgesehen war. Es gab auch ein früheres Konzept, in dem Turai Ossa geplant gewesen war als Geisterheld, der sich dann am Ende, wenn wir Yoko besiegen, in einer Cinematic mit uns freut. Der Teil hat es allerdings nie in die Cinematics geschafft. Das war mal so ein Ziel, das die Arena-Leute noch hatten. Da wurde ein bisschen über das Thema FTG, diese Frontgeschütztürme, wie heißen die? Ja, ihr wisst schon. Ach, die Geschütztürme, ja. Oh mein Gott. Genau, richtig. Mhm. Da geht es so ein bisschen darum, was die dass die Support-Türme 5 Leute buffen, wie der Angriffsturm genau funktioniert, wie die Schadensskalierungen sind, dass zum Beispiel nicht mit den Spielerattributen skaliert und. Da gab es so ein bisschen Insight in die Mechaniken, aber ansonsten nicht viel Spannendes. Es sei denn, euch interessiert das, dann schaut ihr da auf jeden Fall noch mal rein. Und Peter Fries hat uns dann auch noch mal erzählt, dass es auch einen anderen Plan gab, bei dem der Kommandeur die Vergangenheit von Pallava Yoko beleuchten sollte, um Schwachpunkte bei ihm zu finden. Der soll aber nicht so fesselnd gewesen sein wie der tatsächliche Verlauf der aktuellen Episode. Er betont dabei auch nochmal, dass wir als Kommandeur bereits 2 Altdrachen besiegt haben. Warum sollten wir also wirklich davon ausgehen, dass Yoko unsterblich ist, wo er doch sowieso in den meisten Fällen nur lügt in den Geschichten von Tyria? Das war nochmal so eine kleine Ergänzung zu einer Nachfrage, die ein Community-Mitglied hatte. Ja, macht Sinn. Der Commander hat nicht das Wissen, was wir als Spieler haben. Die Insights, die wir haben, genau, ja. Aber wenn jetzt der andere Alex da wäre, der würde was sagen, das ist Vergeudung, ich wäre in die Vergangenheit gegangen, ich hätte alles nochmal mitgenommen. Der spielt jetzt nur noch GW1. Ein kleines bisschen, wir haben übrigens vorhin ein kleines bisschen über einen eventuell zukünftigen Raid gesprochen. Da hat der liebe Peter Fries, vielleicht hat das ja Peter Fries, Peter. Ah. Wenn ich jetzt schon Fries sage, darf ich ihn auch Peter nennen. Ne? Der heißt Fries, wirklich, ohne ja, Scheiß. Ja, ich weiß. Frag Ruby, der hatte doch getroffen. Neuigkeiten zum Turm des Zauberers. Es ist ja vor allem, Wooden Potatoes ist halt jemand, der extrem drauf fokussiert ist, auf diesen Turm des Zauberers im Süden der Kessex-Hügel. Diese fliegende Zitadelle. Die hatten wir in Guild Wars 1, die haben wir in Guild Wars 2. Bisher gibt es halt keine großen Informationen zu diesem Turm. Und der liebe Peter hat einen Tweet ausgehauen. Und zwar, dass er uns hoffentlich nicht zu viel verrät, wenn er sagt, dass mehrere Teams darum gekämpft haben,
wer die Spieler letztendlich in den Turm des Zauberers bringen darf. Egal, wer von den Teams dann verliert, alle gewinnen. Heißt jetzt tatsächlich nicht zwangsläufig. Neue Raidwing, Turm des Zauberers. Heißt nicht zwingend, dass der nächste Raidwing da ist. Das hat der liebe Darks auch so in seine News geschrieben. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Arena jetzt zumindest irgendwas mit diesem Turm des Zauberers plant. Und das ging ja auch mega ab im Reddit. Und das wäre sicherlich auch noch ein bisschen mehr beleuchtet worden, wenn. Da mal die Frage an den Chat, an euch: GW 2 Spieler oder GW 1 Spieler, schreibt so ein bisschen dann gleich mal hin. Interessiert euch das, den Turm des Zauberers? Seid ihr heiß da drauf? Ja, genau, was ist mit dir? Du, null? Null. Kati? Null Komma, absolut überhaupt. Ist halt etwas, über das man nichts weiß, ne? Das ist halt so eine Karotte, von der man noch nicht mal weiß, ob es überhaupt eine Karotte ist, aber irgendwie ist diese Karotte da, aber irgendwie halt auch nicht. Also das ist. Man kann, kommt ja in dieses Mini-Kaff unter dem Turm, kommt man ja hin in der Story. Ist halt ein Black Hole so für mich. Also ich als Gerüchteagent kam dahin, das weiß ich. Langsam. Interessiert mich halt einfach und allein aus dem Grund halt schon null, weil es gibt so viele spannende Sachen in diesem Universum, so viele Dinge, zu denen es echte Informationen gibt. Keine Ahnung, wo der Turm überhaupt ist. Der ist in. Ich hab's ja hier gerade deshalb nochmal gezeigt, dass das eine Bild, das aktuelle Bild. Das seht ihr in den Kessex-Hügeln, wenn ihr unten bei. Beim Erdbeerfeld und bei der reichhaltigen Eisenader. Die Erdbeeren da unten. Isgarin? Heißt es nicht sogar Lehen des Zauberers? Nee, ich glaub, ja, irgend so ein kleines Kaff da unten. Da muss man in Orden der Gerüche muss man da hin. Lehen des Zauberers. Warte. Lehen des Zauberers ist eine Bucht an der südöstlichen Grenze, ja. Könnt mich mal, ich weiß es doch. Ha. Lehen des Zauberers, ganz unten im Südosten der Kessex-Hügel. Von da aus kann man das sehen. Das ist so ein Hintergrund. War das ein Bitmap oder war das ein bisschen dreidimensional in GW1? In GW1 war es nicht dreidimensional, da war nicht mal die Karte, genau, auf der du gelaufen bist, dreidimensional, wie ich letztens in einem Livestream gezeigt habe. Da stand Ken sagt gerade, es ist Garrenhof. Stimmt, Garrenhof ist, stimmt, so heißt das kleine Dorf da unten. Die Gegend heißt Lehen des Zauberers und das kleine Dorf heißt Garrenhof, stimmt, ja. Mhm. Auf jeden Fall, selbst die Türme in Guild Wars 1, die auf der Karte standen, hatten kein 3D-Modell. Also ich glaube, es wäre ein idealer Raid, ohne Scheiß. Das wäre halt also so einer, wo. Aber es interessiert mich halt so null. Es gibt so viele. Sie haben ja angefangen mit dem Raid. Siehst du das Karazhan von Guild Wars 2, Junge? Karazhan, hallo? Ja, nee. Karazhan ist ja eine Story-Bedeutung, aber das Ding hat null. Null Komma gar keine Bedeutung für die Geschichte. Es gab nie irgendwas, was sich darum gedreht hat. Warum soll denn. Da ist Lyssa drin. Naja, gut, das ist wir noch einmal das über Lyssa. Okay, pass auf, ich call das jetzt hier. Ne? Sollte Sky noch einmal über Lyssa reden, ja, dann war das tatsächlich sein letzter Podcast. Ja? Ich kann das nicht mehr hören. Lass Lyssa aus dem Spiel. Er macht das doch zynisch. Er meint das doch gar nicht ernst. Nervt mich trotzdem. Wenn ich jetzt etwas nicht. Wenn ich keine Infos habe, dann kann ich doch auch darauf nicht gespannt sein, ne? Das ist so. Ich habe so viele offene Fragen, so viele Geschichten, die zu Ende erzählt werden könnten. Und dann geben ja, aber halt das ist zum vor. Beispiel was halt für die Philosophie wieder passt. Wir bringen in Raid Standalone-Stories, die nicht mit der Hauptstory zu tun haben. Und nicht ja, richtig, den Scheiß, was sie so mit Raid Wing 1 und 2 gemacht haben. Die zu Ende erzählt werden könnten. Ja, aber der Raid hat auch nichts mit Living Ding zu tun. Nee. Sie haben ja zum Beispiel mit der Unterwelt ein brisantes Thema aus Guild Wars 1 aufgegriffen. Sie haben mit dem Ende von Saul de Alessio einen spannenden Punkt aufgegriffen. Jetzt greifen sie halt irgendwas, um irgendwie Wooden Potatoes einen Gefallen zu tun, der da irgendwie immer was reininterpretieren will. Das ist halt so, keine Ahnung. Kona hat dazu ein Video gemacht. Echt, was ist denn die Quintessenz von Konas Video zu etwas, was halt überhaupt keine Infos hat? Also, ich habe das halt noch nie gesehen, das Video. Gebt mir mal kurz Infos, was dabei da rauskam. Er zeigt ja nur einen Dialog mit einem NPC, der sagt, reiche Besucher in der Stadt sind mir am liebsten, aber die Stadt hat halt nichts mit dem fliegenden Turm zu tun, mit dem fliegenden Festung zu tun. Ach, das ist die einzige, ich glaube, da ging es darum, welche Infos man hat, dass da immer mal wieder Leute verschwinden und dass ja dort die Elementare quasi freundlich gesonnen sind und irgendwie da aushelfen. Warum ist er in der Silberwüste? Ich weiß es nicht. Auch nicht.
Das ist das, wenn ihr mir Videos linkt und ich das halt jetzt nicht gucken kann. Okay, dann ist er in Tyria 3D. Ja. Keine Ahnung, also ich finde es irgendwie interessant. Rausgebackt ist dann unter den Maps zum Rand durch, um festzustellen, das gibt's ja gar nicht, das ist gar kein 3D. Conny schreibt gerade, mit der GW1-Story kann ein Großteil der Guild Wars 2-Community nichts anfangen. Das stimmt nicht. Also, du kannst halt sagen, ne, ich brauche jetzt keine kleinen Details aus der ursprünglichen Guild Wars 1-Story aufgreifen, aber die grundsätzliche Story von Guild Wars interessiert sehr, sehr viele Leute, weil es dazu gehört, wie Guild Wars 2 am Ende aufgebaut ist. Zu sagen, dass du mit der Story, dass der Großteil damit nichts anfangen kann, ist falsch. Du darfst halt nur nicht auf kleinen Details rumreiten. Und selbst wenn, reite ich halt lieber auf kleinen Details rum, als auf etwas komplett Neuem rumzureiten, was überhaupt keine Relevanz für aktuelle Geschichte, für ehemalige Geschichte oder für zukünftige Geschichte hat. Ja, aber GW1 hat nicht so viele Rollen in GW2 gespielt am Anfang in der Personal. Wenn auf Details rumgeritten wird aus GW1, dann müsst ihr euch den letzten Podcast anschauen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich finde den Turm des Zaubers als Raid eigentlich irgendwie interessant, weil er halt jetzt nicht wieder so tiefe Lore wie GW1 mit Unterwelt oder Fischer auf Wo oder weiß der Teufel, wie die ganzen Sachen da heißen, zu tun hat. Aber das sind einfach Geschichten, die eine Rolle spielen. Ja, aber das ist halt ein Standalone irgendwie. Das ist sowas wie Karazhan. Du kannst da mit Magie machen, du kannst da einfach mal ein bisschen kreativ sein und ein bisschen verrückt sein mit der Sache. Ich finde, das ist für ein Raid nicht schlecht. Oh, komm, aber da hast du ein Thema, Doom und alles drum und dran und keine Ahnung. So ein Turm, das ist für jeden neu, auch für einen Raider. Und da brauchst du keinen Wooden Potatoes, der dir erklärt, was drin abgeht. Gut, brauchst du wahrscheinlich dann doch, aber. Na gut. Ich will da drin einen Horror-Circus haben, wie diese blöde Ratzkreisel-Instanz und diese Zirkusse, die da immer mal wieder aufplöppen. Alles. Gut, ich sehe schon, wir haben andere Träume. Apropos Träume. Wir hatten kommt halt Menzel. Zwei Guild-Chats, Kadi. Was hat das mit Träumen zu tun? Wie möchtest du denn da überleiten? Für die Leute ist es immer ein Traum, wenn du redest und nicht ich. Oh mein Gott, Leute, klippt das. Das war so schlecht. Gut, tut mir leid. Fangen wir mal an mit dem ersten Guild-Chat. Das ist übrigens deine jetzige Mitschrift nicht in die Kategorie Guild-Chat getan. Die habe ich nämlich gerade offen und sehe das. Ich mache das einmal schnell. Muss der doch sein? Habe ich doch geklickt. Der ist doch, muss ich dann bei beiden ein Häkchen setzen? Wieso? Doch, war der. Nee, ist aber nicht. Ich aktualisiere gerade. Jetzt hat er die Karte. Gibt es sich so viel Mühe, schreibt einen Riesenartikel, übersetzt das alles. Und was macht der Herr Leitsch? Der ja, weißt du, warum ich das mache? Weil ich nämlich erst für Kati vor einer Woche diese Kategorie eingeführt habe. Ja, das möchte ich hier kurz betonen. Erst seit einer Woche gibt es die Kategorien Forenchat, AMA und Guildchat und dann werden sie nicht shame. Benutzt. Ja? Bling, bling, shame. Bling, bling. Okay, erzähl uns ein bisschen was zu Guildchat, zur Episode Lang lebe der Lich. Gut. Ich halte mich da mal ein bisschen kürzer, weil wir jetzt doch auch schon einige mit dem Armor und mit dem Forenchat ein paar Kreuzungen hatten und highlighte da einfach nochmal so ein bisschen. Zu Gast waren in dem Chat Peter Fries noch, Mike Sie, der war kurz vorne vor, um sich einmal für die Verschiebung zu rechtfertigen und ein Dankeschön an die Community zu senden, dass alle so geduldig waren und das mitgemacht haben. Dann war Kevin Freeman mit dabei, Game Designer, und Nick Hernandez, ein QA-Amt. Genau. Was haben wir denn dabei? Was ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist, dass die vorher schon direkt den Rollkäfer die Sammlung gemacht haben, dass die massiv bearbeitet wurde, dass nämlich für einige Items die Drop-Wahrscheinlichkeit jetzt bei 100% liegt. Wer irgendwie bei den Junundos gestanden hat und stundenlang die Viecher mit 10.000 anderen gefühlt gefarmt hat, weiß, wovon ich spreche. Ne? Dann bei den Asura war auch nicht 100%. Ich habe es am Wochenende gemacht. Achso, was? Ach, nee. Ja, nee, mittlerweile, ich weiß gar nicht, haben sie es jetzt wieder runter? Also das war auf jeden Fall der Stand, ne? Am Mittwoch war ja dann Donnerstag endgültig alles spielbar, am Freitag war dieser Guild-Chat. Es kann sein, dass es jetzt wieder runtergesetzt wurde, da möchte ich mich nicht festlegen. Auf jeden Fall nee, wurde. Jetzt müsste noch alles zu 100% droppen. Also brauchst du einen besonderen Asura oder ist es egal, bei welchen Season erwarten Asura? Und ich habe einige umgehauen am Samstag, bis das Ding irgendwann mal gedruckt ist. Es war nicht 100%.
Okay, es kann sein. Da steht gewisse die Items. Ja, gewisse. Ja, tatsächlich könnte der Azura eine der wenigen sein, wo das nicht so die ist. Die haben ja auch, da war ja auch genug von auf der Karte, sag ich jetzt mal. Ne? Das also, ist richtig. Wenn ich da an die Iununus denke, die da irgendwie diese zwei Minispots haben im Ödland, wo, glaube ich, gefühlt nur vier normale spawnen. Das heißt, einmal angeguckt sind die schon tot und dann gucken da 10.000 Spieler drauf. So. Bei den Dampfleinis kann ich sagen, da war es 100%. Den Ashen, den ich umgehauen hatte, hat es mir getroppt. Da musste ich auch ein bisschen länger. Ja, wer das Leid miterleben möchte, es gibt da so ein Video von mir, ein Video-Guide war das nämlich tatsächlich so. Ich habe alle Wartezeiten rausgeschnitten. Wenn ihr das, ich glaube, über irgendwie 80 Minuten habe ich da rausgeschnitten, nur an Wartezeiten und Blödsinn. Gut, dann ging es auch einmal kurz um den um dieses Turmsystem, FTG oder FTT, wo halt schwerpunktmäßig dran gearbeitet wurde, das quasi so als Highlight noch mit rein sollte. Und was ich ganz witzig fand, es gibt ja, also zu dem Zeitpunkt am Freitag hatte, an diesem Freitag, wo der Guildchat stattfand, hatte noch kein einziger die letzte Stufe geschafft, wo ich mir gedacht habe, so, ja, wundert mich jetzt nicht. Waren ja auch einige damit beschäftigt, irgendwie erstmal die Story nachzuspielen, ne, und solche Sachen. Und da wurde dann halt gesagt, diese letzte Stufe heißt halt im Englischen Gravimetric Tunneling Field Oscillator, also dieses random Portal, was dann quasi gesetzt wird. Und die Abkürzung dafür ist halt dieses GTFO, also wurde dann so ein bisschen angedeutet, witzeshalber, dieses Get the Fuck Off wurde das halt liebevoll genannt. Und, ich glaube, genau. Out heißt. Oder out. Ja, kann es auch sein. Genau, das hatten wir. Ja, dann wurde schon darüber gesprochen, ne, wie Yoko dann tatsächlich doch der, ja, übergangsweise böse Gegner, Hauptgegner geworden wurde. Und dann ihn dann halt als Gegenspieler aufzubauen. Genau. Haben wir eigentlich auch schon vieles gesagt. Ich suche jetzt, muss jetzt gerade einmal querlesen, was wir da vielleicht noch ganz gut. Unten bei den Antworten zur Community. Genau. So. Hierotron wird wieder auftauchen. Genau, Hierotron wieder auftauchen. Ja, ist ja eigentlich auch so ein Evergreen, ne, der da immer mal wieder. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, was mir nie aufgefallen ist, dass jeder Tengu einzigartig ist. Also, dass es da keinen vorgefertigten Body gibt, der dann halt immer nur wieder ein bisschen angepasst wird, sondern die sind halt alle in ganz Tyria einzigartig. Würde dann auch so ein bisschen, es tut mir leid, dagegen sprechen, dass die Tengu kommen. genau, da. Das, was ich, das hatte ich im letzten Podcast schon gesagt. Auch hier wieder, ne, auf die Frage, ob es noch weitere Käferrennen geben wird. Stay tuned. Ursprünglich war dieses Bokus Island, das ist so diese kleine Vorinsel. Gefängnisinsel am Rand, ja. Genau. War eigentlich noch als großer Bossgegner. Ich hätte mir vorstellen können, dass da dann wahrscheinlich auch die ja, Meta-Event-Kette wahrscheinlich auch lang gegangen wäre, noch ja. Irgendwie größer. Das wurde rausgestrichen, war eigentlich auch noch geplant aus Zeitgründen. Genau. Ja, das war so das aus dem. Könnte man so gut. Dann, da fand ich dann tatsächlich mittlerweile, weil wir jetzt einfach schon so viel über die Episode gesprochen haben, dass den Guild-Chat zum Fraktal Deepstone, also Tiefenstein, ziemlich interessant. Der wurde halt so zweigeteilt. Und im ersten Teil ging es dann mehr so um diese Story-Ebene und im zweiten Teil dann mehr um die Umsetzung dessen, was da halt gefordert wurde. Zu Gast waren da Alex Kane, der das erste Mal so ein eigenes Baby hatte, also vorher halt immer im Narrative-Team mitgeschrieben hat und jetzt erstmals etwas komplett selber leiten konnte oder da die Schirmherrschaft drüber genommen hat. Insgesamt hat aber Jason Reynolds als Teamlead für Raids und Fraktale da natürlich den Finger drauf, hat da koordiniert. Dann hatten wir noch Peter Larkin mit da drin, der auch ein QA-Ambit ist, also ein ganz salopp runtergebrochene Testspieler mitunter. Es gibt sie, ja. Es gibt QA-Events, um das nochmal zu betonen. Wir haben jetzt mindestens einen davon gesehen.
Genau. Und dann haben wir halt noch Ben Arnolds, ne, der gute Mann, der sich mit ziemlich vielen Sachen mittlerweile auseinandergesetzt hat für Fraktale und Raids und sich da halt auch mit den Spinnen in dem neuen Fraktal auseinandergesetzt hat. Gut. Allgemein ist zu sagen, dass das seit längerem eigentlich ein Fraktal war mit einer komplett losgelösten, wirklich auch ausführlichen Geschichte. Und Alex erzählt da so ein bisschen von den Problemen, die er hatte, weil er sich da auch erstmal reinarbeiten musste, erstmal herausfinden musste, was sind so die Wünsche von der Community, was sind die Anforderungen, die das Narrative ihn daran stellt und wie man das am besten umsetzen kann. Er hat dann auch von einigen Stolpersteinen erzählt, wie er gucken musste, dass das nicht zu ausschweifend wird, dass die Story wirklich darauf runtergebrochen wird, was es ausmacht, weil man halt nicht den Platz hat wie in der lebendigen Welt oder in der offenen Welt, um eine Geschichte zu erzählen, sondern die kurz und knapp, er hat das mit einer Kurzgeschichte verglichen, was auch sehr, sehr gut passt, weil eine Kurzgeschichte ja am Anfang immer allgemein ist und dann diesen einen Aspekt hat, wo man sich dann wiederfindet, was ja auch der Fall ist, in dem man dann halt als Spieler reinkommt und diesen Beschützer quasi spielt von den beiden Schatzgräbern, die man dann begleitet. Was hat er noch gesagt? Genau, Problem war halt auch an der Sache, dass er da, ne, das ist auch etwas, was gerade angesprochen wurde, dass alles natürlich Geld kostet und dementsprechend dann auch nur ein gewisses Kontingent an Zeit für die Ausarbeitung vorhanden war und natürlich auch für die Lines, die halt gesprochen werden sollen und die halt ins Spiel letztlich reinkommen dürfen. Weil man dabei auch noch beachten muss, dass das ein schneller, als Kurzdungeon, schneller, kurzer Content ist, der also nicht dazu führen soll, dass der, wie in einem alten Dungeon das gerne mal war, man dann halt lange Erzählpausen hatte, sodass die Story oder der Spieler an sich ins Stocken gerät. Und das hat man dann halt gelöst, indem man zum Beispiel die nebenbei hat reden lassen, während dann halt die auf den Platten stehen für das Rätsel. Also während wir als Spieler quasi damit beschäftigt sind, durch dieses Rätsel oder Labyrinth zu kommen, währenddessen erzählen die dann halt weiter, sodass es nicht stört, aber auch nicht so komplex ist, dass man dem nicht mehr folgen kann. Genau. Irgendwas. Er sagt dann auch noch, dass am Anfang gar nicht klar war, wie die beiden Protagonisten zueinander stehen sollen. Das hat sich entwickelt, ne? Genau, das hat sich so. Am Anfang gab es da 8, 9 verschiedene Varianten von, wie das hätte aussehen können, wie die aufeinander reagieren. Im Endeffekt ist es dann auch darauf hinuntergebrochen worden, in diesem ersten Teil, wo dieser Split ist zwischen den beiden Wegen, dass jeder Charakter im Prinzip 3 Sprechparts hat, die aufeinander reagieren, also nicht gegeneinander stehen oder nicht ineinander greifen, auch wenn sie random abgespielt werden. Und wenn man sich schon mal versucht hat, mit Dialogen schreiben oder so auseinanderzusetzen, weiß man, dass das eine ziemlich komplexe Aufgabe ist. Ja, egal in welcher Reihenfolge du Dinge sagst, die aufeinander reagieren und immer noch zueinander passen und sich nicht irgendwie widersprechen oder man sich denkt, hä, wovon redet der gerade? Das ist da Wertung schon ganz echt gut gelungen, muss ich wirklich sagen. Auch in der deutschen Übersetzung, so was ich jetzt gelesen habe, kommt das trotzdem noch rüber. Genau. Was ist das? Dann erzählt er als kleine Anekdote noch davon, man hört ja diese fremde Stimme, die auch in einer fremden Sprache spricht, wie er sich so einem Chiffrierungsprogramm bedient hat, Seite bedient hat, um dann halt dieser Sprache aus Guild Wars 1 sich zu bedienen. Er stellt auch darauf ab, dass die Community gerne suchen soll, woher das kommt. Ich weiß gar nicht, Alex, weißt du, wo an welcher Stelle diese Sprache zum Tragen kommt? Ich habe das Fatal noch nicht einmal gespielt bisher. Noch gar nicht? Nee, ich habe keine Zeit. Das war mich selber fertig, aber ich habe bisher keine Zeit gehabt dafür. Na, dann solltest du das mal machen, denn die Sätze, die auch so gesagt werden, die gibt es so in einer anderen Stelle in Guild Wars 1 wohl auch. Da bin ich mal gespannt und hoffe eigentlich, dass vielleicht sich jemand findet, der den Podcast hört, jetzt gerade im Chat ist oder später dann das unter den Kommentaren schreibt, woher das kommt. Also lasst euch da bitte aus, da bin ich wirklich neugierig, weil ich stehe immer noch gerade, nachdem ich den Aufstieg geschafft habe, in Guild Wars 1. Genau, er erzählt dann halt, dass er da auch komplexere Sätze eigentlich ursprünglich geplant hatte. Glaube ich.
Ich erzähle erst mal weiter, bringe das mal eben einmal kurz zum Abschluss, ja. Dass er versucht hat, das halt Buchstabe für Buchstabe umzusetzen und das dann überhaupt nicht aussprechbar war für die. Oh, ist das das Teamspeak? Das ist das Teamspeak. Genau. Dass das halt überhaupt nicht aussprechbar war. Da hört es auf. Teamspeak. Ach, das schöne TS. Oh, okay. Gut, also. Auf jeden Fall war es halt nicht aussprechbar, was er da ursprünglich Buchstabe für Buchstabe übersetzt hatte, sodass die Syntax im Englischen oder im Deutschen dann halt umgestellt werden musste, damit es aussprechlich ist für die Synchronsprecher. Genau, du wolltest jetzt da noch und Steve Blum hat dann Ganze das Ganze gesprochen. Auf, ne? Genau. Ja, gerne. Und zwar gibt es einen Geist aus der Unterwelt, aus der Questreihe The Path to Revelations. Wer das mal gemacht hat, das ist eine Quest in EOTN bei Olafstadt. Ich glaube, das war so ein bisschen Hintergrundgeschichte von Gwen war da mit dabei. Und da gibt es einen Geist, einen Ephemeral Spirit. Das passt und ja auch von dem Ort her, ne? Wenn man sich so die Location anguckt, in dem das Fraktal spielt. Genau, und die Buchstaben sind einfach nur krass durcheinander gemischt. Ein A ist ein S, ein E ist ein R. Hier gibt es auch schon die Dechiffrierung dafür und so weiter. Und also wenn es halt wirklich derselbe Text sein sollte, dann ist das, was gesagt wurde, an offering to those who seek beyond the mist, beyond the dreams, on distant shores of a land unwaking, answers there lie in waiting. Anscheinend, wenn das auch wirklich derselbe Text sein soll. Dürft euch jetzt alle beim Spitti bedanken, die Schnitzeljagd ist zu Ende, ihr habt nichts mehr zu tun, außer das Ding zu gucken. Das englische Wiki, die Passivität das englische Wiki. Aber Mechaniken gibt es doch einen ganzen Haufen, ne? Ja, genau. Da habe ich mir dann auch mal die Mühe gemacht, weil ich das einfach ätzend gefunden hätte, das einfach nur zu verschriftlichen, was er da gesagt hat und dann irgendwie noch nebenbei zu erläutern, habe ich dann einfach Screenshots noch eingefügt von dem Guild-Chat und da sieht man ganz schön, wie das Fraktal nach und nach entstanden ist, wie groß das eigentlich ist, tatsächlich auch, alleine schon mit dem Aufzug, der da ewig lange nach unten fährt. Genau. Von der ersten Idee bis zur ersten Umsetzung hat das ungefähr einen Monat gedauert bis zum Prototyp. Ich weiß gar nicht, blendest du das gerade schon ein? Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Da sieht man dann auch die roten Steinchen oder die roten Segmente, die dann halt quasi den Puzzle-Bereich bestimmen. Genau. Das war das. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns einfach mal den Mechaniken, wo der Ben Arnold ziemlich drin aufgegangen ist, weil er sich da um alles Mögliche gekümmert hat und dann auch die Präsentation zur Verfügung gestellt hat, die ich da abfotografiert habe und erzählt dann halt, wie die neue AI, also die künstliche Intelligenz, KI, programmiert wurde, dass also eigentlich ist es so, wenn wir uns in der offenen Welt bewegen und jetzt auch, dass die halt gerade auf uns zulaufen und das wollte er halt nicht, weil das halt nicht, also atypisch für eine Spinne ist. Hatte dann da eigentlich auch ein GIF eingeblendet, was aber dann tatsächlich im Guild-Chat an sich nicht funktioniert hat und hat dann halt das Programm, den Algorithmus, der dahinter steckt, erläutert, dass die aus mehreren Mechaniken eigentlich besteht. Und zwar ist da ein Faktor, wie weit man sich davon entfernt, desto schneller reagiert halt die Spinne. Also desto schneller laufen die Gedanken, so hat er das gesagt, von der Spinne ab. Und desto schneller bewegt die sich auch, sodass halt dieses aufgedrehte, gestresste simuliert wird. Und gleichzeitig wird halt der Abstand dadurch sowieso schon gemessen und auch gleichzeitig ausgewertet und zufällig daraus wird ein Parameter gegriffen, wie weit die sich bewegt und es wird auch noch ein Winkel generiert. Das waren glaube ich 45 Grad nach oben und 45 Grad nach unten, also in den Minus- und in den Plusbereich und dann bewegt die sich halt unberechenbar nach links und nach rechts. Das fällt bei den großen Spinnen nicht auf, weil das da nicht der Fall ist, zum Beispiel auch nicht bei der Bossspinne des rechten Arms,
ist das genau, sondern halt bei den Kleinen, bei diesen ganz kleinen Spinnen, die die ganze Zeit um einen herumwuseln. Und wenn man das weiß und darauf geachtet hat, dann sieht das schon, also das ist so dieses Gefühl, was es so widerlich macht. Also ich habe da mit meiner Truppe im TS gesessen, das war wirklich so dieses, das ist ekelig. Ich selber habe auch dieses Gefühl gehabt, dieses beständig um einen herumwuseln ist echt ein fieses Gefühl. Für jemanden, der halt nicht so gerne Spinnen mag. Genau, das ist die KI dahinter. Dann hat er erklärt, worauf das basiert. Und zwar basiert das auf diesen Abfragen, was generell bei Hindernissen gemacht wird, damit der Gegner nicht stumpf vor die Wand läuft, obwohl man gerade in diesem Radius ist. Also es wird halt abgefragt, ob die Ebene einer Wand, ne, das läuft ja alles über Vektoren, eine Vektorenebene getroffen wird und durchstoßen wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird halt weitergeguckt, bis halt ein Weg gefunden wird, wo das nicht der Fall ist, und so bewegt die sich dann halt gezielt um die Ecke herum. Warum er das gemacht hat, ist ganz einfach. Und zwar hat er sich überlegt, dass er es okay findet, wenn bestehende Inhalte wieder verwertet werden, wie zum Beispiel die Spinne an sich, aber ihm war auch wichtig, dass das Ganze. Moment, wo war ich jetzt? Was habe ich jetzt gesagt? Habe ich selber durchgescrollt. Weißt du was dabei, dass es ihm wichtig war, das so umzusetzen, weil. Genau. Weil er halt einfach nicht alles umsetzen möchte, sondern da auch immer wieder einen neuen Pfiff reinbringen möchte. Und sagt auch gleichzeitig, dass das, so wie die das jetzt umgesetzt haben, nur möglich ist, weil eben eine begrenzte Anzahl von Gegnern, der Spinnen in dem Fall wir also, vorhanden ist. Das würde in der offenen Welt nicht funktionieren, weil wenn wir zum Beispiel so einen Weltboss haben oder dann da müsste haben, wo dann halt mehrere Spieler im höheren zweistelligen Bereich da kämpfen, müsste dann einfach die KI so viel berechnen, dass es überhaupt nicht mehr möglich wäre, da vernünftig zu spielen. Die würde höchstwahrscheinlich abstürzen, ich jetzt mal davon aus, dass das einfach gar nicht umsetzbar wäre. Wegen dieser aufwendigen Berechnung. Genau. Dann geht er noch auf die beiden Mazes ein, also Labyrinth-Konzepte oder Puzzle. Mhm. Das eine ist ein ganz klassisches Tetris Dropdown-Puzzle, wo in jeder Reihe zufällig random ausgegeben wird, wie viele Felder ein Hindernis sind und wie viele halt nicht. Und das läuft einem entgegen und genau darauf generiert er sich. Da erzählt er dann am Ende noch einmal kurz die Anekdote im Zusammenhang mit dem, der das getestet hat, welche Probleme dabei aufgetreten sind. Zum Beispiel, dass durch dieses Durchlaufen sowohl beim Elementarmagier war das, dass die Fontäne auch gewertet wurde und deswegen mehrere Fraktalverteidiger gespawnt sind. Sieht man auf dem einen Bild auch ganz schön. Und dass dadurch dann halt erstmal alles wieder angepasst werden musste. Und da sieht man dann halt auch, dass sie sich in dem Zusammenhang auch wieder schon mit den Instabilitäten beschäftigen. Wie das funktioniert, welche Kombinationen problematisch sind. Und genau. Das zweite Rätsel war ein bisschen kniffliger. Da ging es ein bisschen um dieses Worst Case und Best Case. Best Case ist halt langweilig, wenn man eine gerade Schnur generieren kann, zufällig. Das ist dieser Bereich, wo man mit der neuen Fertigkeit das aufdecken muss und sich dann den Weg da durchsuchen muss. Und deswegen ist man halt hingegangen, hat das in drei Segmente gegliedert, immer mit abwechselndem Abstand, also links und rechts Ein- und Ausgang, sodass man halt auch wirklich immer durch die Diagonale irgendwie muss in diesen drei Segmenten, sodass die Abweichungen relativ human sind. Dafür sind dann auch die drei Safe Spots, die Kugeln, an der man startet, wo man dann nachher hin muss und zum Ende hin gegeben. Genau. Ich war beim zweiten Best-Case-Bild, sehe ich gerade. Ups. Das war das, wovon Kali zuerst gesprochen hat, die gerade Linie. Das war dann die spätere Version, die das ein bisschen interessanter machte. Genau. Ja, das war der Gadget. Und wer sich für mehr Details interessiert, der kann sich wahlweise das Ganze anschauen oder halt nochmal durch deine Zusammenfassung blättern. Richtig? Genau.
Gut, dann haben wir noch zwei andere Entwickler-Dinge. Wir haben heute mehr als genug Themen. Punkt Nummer eins, es gab vor knapp anderthalb Wochen ein Update von Raymond Lux und dem WVW-Team, der uns so ein bisschen Einblick in das gegeben hat, in den aktuellen Stand der geplanten WVW-Änderungen. Es gibt immer noch kein Wann. Das heißt, das ganze Allianzsystem und wann das alles kommt, ist noch nicht verraten, wird noch nicht verraten, aber es gibt interne Meilensteine. Auf ein paar wird hingearbeitet, ein paar wurden schon erreicht. Und es sollen jetzt regelmäßiger Informationen kommen, wie der Stand der Dinge ist. Der aktuelle Stand ist, dass an Backend-Systemen gearbeitet wird, für die Allianzstruktur der Gilden und für im Prinzip alle Bereiche, die überarbeitet werden sollen. Die aktuelle Version hat weder ein Frontend-System noch ein Benutzerinterface. Das heißt, alles, was jetzt aktuell auf den Testservern mit Allianzen zu tun hat, wird wahrscheinlich über, weiß ich nicht, irgendwelche Chatbefehle oder eben über irgendwelche Dev-Konsolen gelöst und eben noch nicht über ein tatsächliches Interface. Trotzdem gibt halt die aktuelle Situation schon die Möglichkeit, Feldversuche zu starten, wie das Ganze aussehen würde. Und aktuell werden auch Simulationen durchgeführt. Das nächste große Ziel sind eben Frontend- und Backend-Systeme für das Allianz-System. Und dann gab es noch diese schöne Frage, warum dauert das so lange? Da wurde nochmal betont, dass das ein riesiges Projekt ist, dass sie mit Tempo voranschreiten, aber halt nicht übermäßig schnell sind, beziehungsweise nicht vor dem Zeitplan liegen, sondern nur in Anführungszeichen im Zeitplan. Ja, aber ich habe da ganz ehrlich auch gar nicht vorgerechnet, irgendetwas Konkreteres vor September oder so, weil das war. Ich wollte gerade sagen, Herbst war, glaube ich, bei vielen der Tenor. Ja, eben. Also vorher wird da, glaube ich, nichts Konkretes. Aber ich finde das gut, dass die das so, dass die uns da auf dem Laufenden halten, muss ich wirklich sagen. Ja, inzwischen gibt es auch ein paar Informationen. Sie haben nochmal das FAQ so ein bisschen, ne, die Frequently Asked Questions überarbeitet. Das heißt, eine Welt wird aus beliebig vielen Allianzen, Gilden und Einzelspielern erstellt. Die Welt soll nach Population und nicht nach Hardcore- und Gelegenheitsspielern separiert werden. Da gab es schon den ersten kleinen Aufschrei. Das Problem wird wahrscheinlich aber das auch genau zu tracken, wer ein tatsächlicher Hardcore-Spieler ist und wer nicht. Die Allianzgröße. Also eine Allianz kann aus 500 Spielern bestehen. Also eine Gilde. Woran wir uns orientieren. Eine Gilde mit 500 Spielern oder eben mehrere Gilden, die zusammen auf 500 Allianzmitglieder kommen. Noch irgendwas Wichtiges dabei. Falls Belohnungen kommen für warte mal, den Punkt in Ruhe lesen, dann reden. Es geht erstmal darum, das Hauptsystem bereitzustellen, Fehler auszubügeln, das Ganze umzusetzen, bevor sie sich mit dem Thema Belohnungen und Ranglisten beschäftigen. Ein Allianz-Chat soll übrigens auch mit dabei sein. Es sollte keine technischen Beschränkungen geben, die daran tatsächlich hindern. Ich frage mich immer noch, welchen Sinn es hat, das auf 500 zu beschränken, wenn das doch ein Allianzsystem mit Gilden wird. Populationsbalancing. Das heißt also, dass größere Zahlen zu groß wären für die aktuelle Population im WVW. Ja, das Problem, also ich gehe mal davon aus, also ne, das ist jetzt die geschätzte Zahl, sie nehmen, weiß ich nicht, im Schnitt 800 oder 1000 Spieler pro Welt, da kann schon mal eine Allianz nicht größer als 800 oder 1000 Spieler sein. Weil das würde ja bedeuten, die Allianz wäre nicht komplett halt auf einer Welt. Ja. So, und dann möchten sie wahrscheinlich nicht, dass eine Allianz tatsächlich die Welt komplett alleine dominiert, sondern dass sie auch noch Einzelspieler und andere Gilden dazugemischt bekommen. Damit eben ein gewisses Maß von Wechsel jedes Mal da ist. Das heißt, jedes Mal, wenn halt die Welten neu generiert werden, wäre eine Allianz, die exakt am Weltencap wäre, würde immer zusammenspielen über Jahre, während andere Allianzen halt immer einen Wechsel drin haben. Sie wollen einfach sicherstellen, dass du nicht garantiert alle Spieler alleine diese Servers stellst. Deshalb haben sie das auf 500 festgelegt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so dann umsetzt. Bin ich wirklich gespannt drauf. Wieso schreiben die Leute @pixelproxy und ich sehe nicht, was Tessa schreibt?
Nein, das war jetzt gerade offensichtlich. Ach so, das war an mich Kati. Gerechnet. Ah, okay. Ja. Never mind, ich war gerade kurz irritiert. Aber ich denke, das wird der Grund sein. Sie wollen einfach nicht, dass ein Server alleine eine Welt stellt. Weil das würde ja, auch wieder zum einer unausbalancierten Situation führen. Heißt dann aber, glaube ich, auch im Umkehrschluss, dass auch wenn wir uns das immer wünschen, die Gildengröße insgesamt nicht vergrößert wird. Das ist wohl richtig, ja. Wobei das nicht zwingend davon abhängig sein müsste. Es macht ja keinen Sinn, die Gilde zu vergrößern. Aber es wird ja auch so sein, wir könnten ja zum Beispiel eine gemeinsame Allianz mit, weiß ich nicht, der Ron Unity machen. Und der Grundgedanke war jetzt einfach, wenn wir jetzt hier im PvE sagen, die Gilde kann 1000 Mann stark sein. Ja. Ja, und dann musst du ja dann quasi, kannst du ja diese Gilde, so wie ich das bislang verstanden habe, wie die Grundidee ist, als WVG-Gilde für dich deklarieren. Genau. So. Und dann haben aber ja theoretisch 1000 Leute die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, alleine diese Gilde wäre dann ja schon größer als 500. Das wirst du aber eventuell, das Problem wirst du aber haben. Du wirst das Problem haben, dass die Gate News Gilde 500 Member und die Ron Unity eine Allianz bilden könnten. Ja, aber diese das passt Allianz, dann gar nicht. Dann doch, werden ja große dann geht Gilden first nicht in der come, Lage first serve. Sein. Das okay. haben sie in dem letzten Q&A schon gesagt. Oh. Wenn die Allianz voll ist, ist sie voll. Wer zuerst da war, mal zuerst. Du kannst okay, aber nicht Leute mehr auf aus Schirm. Deiner Gilde kicken, wenn du sie halt nicht in der Allianz haben willst. Das heißt, Leute, die zum Beispiel lange AFK sind oder die halt ewig keinen WVW mehr gespielt haben und selber nicht aufhören, die Gilde als WVW-Gilde zu repräsentieren, da kannst du dich dann halt als Gildenleader rumkümmern. Das heißt, ja, es ist per se kein Ausschlusskriterium, aber es wäre halt jetzt komisch, wenn sie das auf 500 festlegen, gleichzeitig die Gildengröße auf 1000 zu erhöhen. Ja, das es ist so unwahrscheinlich, aber es macht es nicht komplett kaputt. Aber wer kickt denn dann? Oder es gibt ja intern Megazoff. Ja, also, ne, das wäre der Punkt, wenn wir jetzt eine Allianz mit der Ron Unity machen, müssen wir jetzt halt sicherstellen, dass nur Leute die Gilden als WVW-Gilden repräsentieren, die halt auch wirklich WVW spielen. Das ist ja pfui. Das immer gibt ja Verwaltungskram. Ja, es gibt immer Verwaltungskram. Der Verwaltungskram wird mit diesem System steigen, aber was halt die meisten WVWler, die ich bisher getroffen habe, gesagt haben, ist es uns die zusätzliche Verwaltung wert, wenn wir dafür einen ordentlichen Spielmodus mit passenden Belohnungen und passenden Matchups haben. Ja, gut. Kann ich müssen verstehen. Wir nur hoffen, dass das auch so ist. Passende Belohnungen. Ja, das drumherum muss dann halt stimmen, ne? Weil ansonsten hoffen ist es schwierig. Mal. Ja. Kommen wir zu was Lustigen. Der liebe Chris Cleary hat lustige Fragen, nämlich wie viele Punkt wurden seit Punkt auf seinem Twitter beantwortet. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und die Community, sie waren leider nicht so kreativ, wie ich mir das manchmal gewünscht hätte. Es sind auch noch ein Haufen Fragen offen. Du hast gar nicht mitbekommen. Wann hat er das denn gemacht? Am 7. Juli. Also vor 5 Tagen. Na gut, das ist wahrscheinlich untergegangen, möchte ich jetzt mal böse behaupten. Das ist auch auf Twitter leider ein bisschen untergegangen. Und bei uns kam die News dann auch noch ein bisschen zu spät. Kam nämlich erst gestern Morgen dazu, die zu schreiben. Da waren halt so ein paar Punkte dabei, wie zum Beispiel die Frage, wie viele Raider wurden seit Release des Flügels bei Matthias geopfert? Das ist ja, ne? Diese schöne Opfermechanik. Wie viele dabei tatsächlich umgekommen sind. Das wurde nicht getrackt, hat uns Chris erzählt. Aber er hat uns erzählt, dass 668.869 Mal die Gruppe, also Gruppen bei Matthias gewiped sind. Und insgesamt hat Matthias knapp 6,2 Millionen Spielertode und knapp 10 Millionen Spieler in den Downstate geschickt. Wir brauchen eine Statistik, wie viele wir davon in unserem Raid-Event getragen haben. Die Frage, die übrigens für die, glaube ich, die meiste Diskussion auf Twitter gesagt hat, wie viele legendäre Waffen wurden seit HOT hergestellt? 58.349. Das klingt erstmal nach gar nicht so viel. Und irgendjemand hat dann auch nachgeschaut, laut GW2 Efficiency wurden 57.900 irgendwas hergestellt. Das heißt, bis auf 400 legendäre Waffen, die seit HOT hergestellt wurden, wurden alle auch von GW2 Efficiency getrackt. Also haben sich auch all die Nutzer ihren API-Schlüssel bei GW2 Efficiency bereit. Weil du dir die Einkaufsliste anzeigen kannst. Ja, natürlich. Ich würde aber trotzdem interessieren, da hat er keiner nachgefragt, ob das die Zahlen aller Legendaries sind oder nur der Generation 2 Legendaries. Das wäre schon wahrscheinlich tippen aller, ne?
Alle kriegt so wenig, 58.000, wenn ich überlege, wie viel allein in unserer Community hergestellt wurden in letzter Zeit. Ich kenne aber auch einige, die sagen, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Also, was mich tatsächlich an der Sache interessieren würde, ist, wie viele Spielstunden, also in welchem das Spielbereich wir uns... Das kannst du dir bei GameFishency anschauen. Kann ich mir in Kombination angucken und mir sagen, hey, sag mir mal, wie viele Spieler sich eine legendäre Waffe gebaut haben, die über 10.000 Stunden gespielt haben? Geht das? Ich glaube, genau sowas geht, ja, in den Stats. Da gibt es so ein jetzt paar... Grade... Warte mal, Legendary Items Any. Nee, Legendary Items Weapons. Weil das wäre dann ja tatsächlich schon ein Okay, gerade geht das übrigens nicht mit der kaputten API. Ja, ja, gut. Aber normalerweise siehst du hier nämlich, normalerweise steht dann da hier 60 Legendaries gespielt für 12.000 Stunden, 55 Legendaries gespielt für 3.000 Stunden. Oh, stimmt, wenn man weiter runter scrollt, die Tabelle, ne? Genau, richtig. Ja, ja gut, never mind. Da kann man dann so ein bisschen was durchaus reininterpretieren in die Zahlen. Hm. Wenn die API denn mitspielt, ne? Ja, ja. Ich besitze übrigens 4 legendäre Waffen, angeblich. Oh, scheint doch zu funktionieren. Ich bin damit übrigens in den Top 10% mit 4 legendären Waffen, die wir 2 Efficiency nutzen. Okay, dann, wie viele Spielstunden haben alle Spieler gemeinsam seit Release des Spiels? 119.431 Jahre. Das ist ja auch immer schön, ne? Sowas mache ich ja auch immer gerne mit meinem YouTube-Account. Irgendwie. Alle unsere Videos wurden ja irgendwie 16 Millionen, wobei inzwischen dürfte es, glaube ich, mehr sein. Seit erstellt. Ich liebe solche sinnlosen Zahlen. Ich weiß, Sky freut jetzt schon wieder innerlich mit den Augen. 37.569.732 Stunden und sich meine Videos angeschaut. Also wer immer ist irgendwie bald 38 Millionen Minuten übrigens, ja. 38 Millionen Minuten Sputti. Ihr seid schon echt arm dran, ne? Holy shit, seid ihr arm dran. 38 Minuten. Das sind die Leute, die gucken das zum Einschlafen, dann läuft das die Nacht durch. Ja, das ist, glaube ich, bei unserem Podcast der Fall. Weil, obwohl der 4,5 Stunden lang ist, hat er irgendwie höhere Zuschauerbindungen als andere Podcasts. Also ich glaube, wir haben selten 15% der Zuschauer haben tatsächlich bis zur letzten Sekunde zugehört. Das haben wir eigentlich nie bei Podcasts. Da müssen wirklich einige eingeschlafen sein in den 4,5 Stunden. Chris Cleary selber hat 2628 Spielstunden. Die Statistik, die für den größten Aufschrei in der GW2 Germany-Gruppe gesorgt hat. Seit dem Start der lebendigen Welt Staffel 4 sind 11 Konfetti-Infusionen gedroppt. 11. 11. Seit November. Ich hab das Event. Wie oft haben wir das angeboten? 2-mal? Ja. So oft habe ich es gemacht. Wow. Vance hat das ja mal zwischenzeitlich richtig häufig gemacht. Ne? Vance hat für die Konfetti-Infusion am Anfang gelebt, glaube ich. Ich glaube, der hatte schon 100-mal das Konfetti-Vieh gemacht, bevor er den Greifen hatte oder so. Ne? Der hat das ja wirklich durchgekämmt, das Ding. Das Verhältnis übrigens Raptor zu Greif liegt 2:1, was die Freischaltung angeht. Das heißt, jeder zweite Raptor-Besitzer hat auch einen Greifen. Oh. Das heißt, 50% der Leute, die POF gespielt haben, haben sich auch die 250 Gold ausgegeben. Ja, Hashtag kein Raptor kommt gerne allein. Und die absolut beste Statistik, die größte Real Money Transaction, also jemand hat echt Geld gezahlt und hat dafür etwas in-game bekommen, war ein Stack grässlich grinsender Schilder im Wert von 725.000 Gold. Das ist natürlich überhaupt nicht aufgefallen bei ArenaNet, dass man mit einem Kauf von 725.000 Gold auf einen Schlag irgendwie aufs Radar gerät. Das hätte sich jeder denken können, oder? Ich möchte noch nicht wissen, wie viel Geld er dafür ausgegeben hat. Ja, das mal so ein kleiner Exkurs in lustige Statistiken mit Chris Cleary. Müsste nicht so langsam auch wieder der Quartalsbericht kommen? Warte. Februar plus 3 ist Mai, plus 3 ist August erst. Februar? Ach so, ist das gar nicht jahresquartalsmäßig? Es ist immer ein Monat, nachdem das Quartal endet, plus 10 Tage obendrauf. Also, okay, gut. Wenn das Q4 endet, ein Monat und 10 Tage. Okay.
Ja, dann gab es 2 Item Shop Watches in der Zwischenzeit. Das eine Mal habe ich das Eggless machen lassen. Wahnsinniger. Er hat sich dabei um die neuen Abbauwerkzeuge gekümmert für flüchtige Magie. Hat natürlich sein Interface nicht ausgeblendet. Guter Mann, ja. Die gibt es seit letzter Woche, Dienstag. Das heißt, da haben wir viele drauf gewartet, flüchtige Magie beim Abbauen zu bekommen. Und das ist mit den neuen Werkzeugen jetzt möglich. Und es gibt seit vorgestern das neue den Tremor-Güttetier-Skin für alle. Hätte sich den Namen eigentlich einfallen lassen. Fans. Aber der ist ja so mega putzig. Aber ich weiß, Tremor? Warum Leute den hassen. Guck mal, wenn der ich habe jetzt diesmal auch ein bisschen ich Zeit gelassen. Ich finde den auch ultra knuffig, ja. Um so ein paar Idle-Animations mal zu zeigen, weil der ja. Der ist echt goldig. Oh, so süß ist. Es merken übrigens Leute unter meinem Itemshop-Watch, dass bei mir immer Nacht ist, wenn ich den Itemshop-Watch mache. Das liegt daran, dass ich ihn immer um 18 Uhr mache. Das ist sehr, sehr lustige Diskussion. Warum machst du ihn denn nicht um 19 Uhr, wenn es Tag ist? Wie gesagt, weil ich um 19 Uhr nicht mehr da bin. Ja, dann mach's halt am nächsten Tag. Habe ich ihn probiert zu erklären. In einen Tag-Fraktal gehen. Ach nee, warte, das geht ja nicht. Dann habe ich ihm probiert zu erklären, dass es keinen Sinn mehr macht, einen Itemshop Video am nächsten Abend zu veröffentlichen, wenn ich wieder da bin. Das hat dieser jemand. Der eine hat's verstanden, der andere nicht. Das war eine sehr lustige Diskussion. Ja, der Skin kostet 2000 Edelsteine. Ob gerechtfertigt oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Falls ihr Edelsteine braucht, ihr kennt das Spiel, ne? Ich muss euch auf Instant Gaming ja gar nicht mehr aufmerksam machen. Das kennt ihr doch. Was lohnt sich mehr, entfesselte oder flüchtige Magie? Fragt Gao. Entfesselte Magie ist das, was dir mehr Gold auf Dauer bringt, weil du das halt umtauschen kannst in diese Pakete mit Leder drin oder mit Trophäen. Und entfesselte Magie bringt dir mehr, wenn du aufgestiegene Sachen brauchst. Rückenteile, Schmuckstücke und sowas. Und T6-Mats, weil du da diese Magiebeutel hast, die du in Gelb kaufen kannst, wo halt übrigens auch Klee drin ist. Klee. Ja, im Englischen gibt es da eine Wahrscheinlichkeitstabelle zu, welche Wahrscheinlichkeit zu welchem T6. Möchte ich anmerken. Ja, die habe ich dann damals schaut auf gatenews.de. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Wir haben die auch in Deutsch. Ja, die auch in Deutsch. Irgendwo. Ich weiß es, dass ich das mal übersetzt habe. Wo du das gerade so ansprichst. Ja. Und wenn euch der neue Skin gefällt, dann schaut doch mal bei Instant Gaming vorbei. Gibt es da im Moment eigentlich wieder Codes oder sind wir ausverkauft? Wir sind nicht ausverkauft aktuell. Schlag zu, 16,31 €. Ja, bleibt jetzt theoretisch noch der aktuelle Patch. Da wir aber nächste Woche einen großen Balance-Patch-Talk machen, würde ich sagen, schieben wir den tatsächlich ein Stück weit nach hinten und konzentrieren uns da in der nächsten Woche in Ruhe drauf. Wo wir das wenn jetzt Snow Crows zum Ende machen, genau. Die Benchmarks haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Es gab zwischendurch ja den Bug mit dem Dieb. Den Trade haben sie ja inzwischen gefixt. Ja, mit der Dead Eye ist wieder dead. 280.000 DPS, oder wie war das? Es war auf jeden Fall zu viel. Hat jemand auf Reddit so einen Post aufgemacht? Dead Eye spielt sich endlich gut, so gut wie seit POF nicht mehr. Umfrage der Woche kommt nächste Woche, Gao. Genau, da sprechen wir nächste Woche. Nächste Woche machen wir 2. Auch nochmal ausführlich drüber. Ja, ansonsten ist tatsächlich nicht mehr viel passiert. Das heißt, ich nutze das jetzt, soll ja keiner sagen, der Alex würde das nicht machen, um mal ganz kurz den ganzen Subscriber und Resubscriber von heute zu danken. Ich habe das am Anfang noch mitgemacht, das waren dann zwischendurch so viele. Also, MS Pendragon hat geresubbt, Ivy hat vorhin geresubbt, dann Arino, Matze hat ebenfalls einen Resub dagelassen, Flattyhorst hat 10 € donated, Nishiko und Kameradenschwein ebenfalls beide geresubbt und Kev hatten wir vorhin als einzigen neuen Sub heute. Außerdem vielen lieben Dank. Hatten wir mit Sauli, Tareo, Eraser, Elerio, Demori Art und Super Cute Boy ein paar neue Follower. Herzlich willkommen. Sehr schön. Yay. Das freut mich. Wir sind Stand jetzt auch gerade bei 167 Subscribern umgerechnet, 176, also 9 Subpoints draufgerechnet, bei den Subpoints. Das heißt, für den Fall, dass wir irgendwann mal in die Richtung 200 Subpoints kommen, das wären Stand jetzt 24, würden wir uns um einen neuen
um ein neues Emote bemühen. Und der Wunsch ging ja schon tatsächlich in Richtung süßer kleiner Rollkäfer-Emote. Ich habe übrigens am Anfang auch wieder mein Prime verschenkt. Der wird bei mir nicht angezeigt, ne? Rollkäfer-Emote, okay. Das wird bei dir nicht angezeigt, ja. Das ist ja so ein Dauerbrenner. Ich weiß auch nicht, bei einigen wird der Prime nicht angezeigt. Machst du es jetzt? Super. Ja, mache ich. Den nächsten aber nicht, Kathi. Tagesanzeiger fragt noch, wie die Finanzlage von Gate News ist. Stand jetzt gut, schön. Ich bin zufrieden mit dem Verlauf des Monats. Wir sind, Subs, wie gesagt, alles über 150 ist gut. Das ist das, was wir brauchen. Und was die Donations angeht, sind wir bei 43% von dem, was wir wollen. Und wir sind noch ungefähr bei der Mitte des Monats. Also das ist alles absolut im Rahmen. Dazu kommt, dass die Zugriffszahlen wieder ein bisschen nach oben gesprungen sind. Das hat so ein ganz kleines bisschen bei der Google AdSense-Werbung geholfen. Auch nicht viel. Das ist immer noch ein Witz. Die Adblocker-Quote, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht durchgerechnet, dürfte bei irgendwas immer noch um die 70-80% liegen. Dabei haben wir eigentlich sehr, sehr faire und angenehme Werbung, um das nochmal zu betonen. Also die einfachste Methode, um uns zu unterstützen, ist tatsächlich Adblocker deaktivieren auf Twitch, auf YouTube. Man kann ja spezifisch Channels whitelisten, sodass ihr nur bei uns Werbung bekommt. Und natürlich auf Gate News selber. Wir haben einfach nur drei einfache kleine Werbebanner auf der Seite. Eigentlich nichts, was euch in irgendeiner Art und Weise schädigt oder umbringt. Das dürfte es, glaube ich, an dieser Stelle gewesen sein von unserer Seite. Hat einer von euch beiden noch irgendwas auf dem Herzen? Eigentlich nicht. Dann findet ihr wie immer glaube nicht, nein. Alle wichtigen Social-Media-Links und unseren Discord im Twitch-Chat. Also, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise folgen möchtet, dann wisst ihr, wo ihr das könnt, wie ihr das könnt. Nutzt den Discord, um euch mit uns auszutauschen und den so ein bisschen zu bevölkern. Und wie immer gilt, wenn ihr den Anfang, die Mitte oder das Ende des Podcasts verpasst habt, kein Problem. Den gibt es später als Mitschnitt auf YouTube und auch auf iTunes. Das heißt, für Leute, die das Ganze unterwegs hören möchten, gibt es entsprechend auch die Option. Wir wünschen euch einen schönen Rest Donnerstagabend, sehen uns als nächstes, ich habe das so schön genannt, ne, bei dem Nostalgie-Freitag am Sonntag. Das heißt, wir sehen uns erst am Sonntag wieder um 12 Uhr und dann Sonntagabend direkt nochmal um 21 Uhr. Sonntag ist jetzt diese Woche so ein bisschen mein Zockertag. Wir trainieren von 9 bis 11 morgens und danach gehört der Tag dann tatsächlich mir. Das heißt, auch meine Raid-Gruppe sieht mich mal wieder. Liebe Grüße an die Donnerstag B. Diesen Freitag geht gar nichts. Diese Woche ging generell recht wenig. Ich habe Projektwoche. Projektwochen sind immer schwer zu planen. Meine Professorin hat immer so ein paar lustige Ideen zwischendurch. I feel you. Auf mich kommt das noch zu, über August und September verteilt. Ja, dementsprechend war es auf jeden Fall ein schöner Podcast. Wenn euch das gefallen hat, sehen wir uns auch nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr wieder zu Gate News Podcast Nummer 252. Dann eben mit einer kleinen Balance-Patch-Diskussion und was bis dahin sonst noch so an News kommt. Wir halten euch wie immer auf der Webseite über alles Wichtige auf dem Laufenden. Und genießt ansonsten den Rest des Tages, genießt den Start ins Wochenende und wir sehen uns, wie gesagt, am Sonntag wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.